Wir mussten die Stahlrahmen herstellen, das war der Punkt. Stahlrahmen. Genau, und wir haben uns ein neues Outfit zugelegt. Ja, weil wir das jetzt ja können, Rüstung und Outfit zusammen. Dann sieht man nicht ganz so bekloppt aus. Okay. Guten Morgen, Amira. Die ist schon wieder hektisch unterwegs. Achso, wir wollten, hat das jetzt eigentlich funktioniert mit den Helferkisten? Da ist jetzt Wasser drin, da ist das drin. Lass uns erstmal holen. So, erstmal noch das holen. Und von Brief von Miguel. Olle, ich mag das wirklich. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Ein lila Hortensientopf. Vielen lieben Dank. Ein lila Hortensientopf habe ich mir schon immer gewünscht. Umso mehr freue ich mich, dass wir ihn jetzt bekommen haben. Mann, 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 ist das hier laut. Warte mal. Ich drehe mal das Spiel ein bisschen leiser, damit ihr mich mehr hört, als dass ich hier rumschreien muss. So, die Geräte laufen alle noch? Sehr schön. Hier können wir was nachwerfen. Und hier können wir nachwerfen. Die anderen lasse ich erstmal kurz laufen. Hier brauchen wir Wasser. Und theoretisch Dünger. Okay. Wie gesagt, das mit dem Auto pflanzen funktioniert nicht so ganz, aber gut. Es waren noch nicht alle fertig. Die Rosen. So, also mal kurz hier durchgucken. Hier ist nichts weiter. Okay. Wunderbar. Dann haben wir das alles geerntet. Die Skillpunkte, die waren jetzt alle wo? Hier, ne? Die waren hier irgendwo. Sozial braucht man noch, Kampf braucht man noch. Werkstatt war voll und eine Sammlung war voll. Ja, ist halt jetzt wahrscheinlich ein Bug, dass wir das so sehen. Aber gut. Okay. Den Hortensientopf ist ja Gegenstand, ist Möbel. Gehört zur Kategorie Möbel, dann schmeißen wir es bei Möbel rein. Vielleicht meine Munition nicht. Meine Munition hätte ich schon gern bei mir. Okay, was haben wir denn für... Was passiert, wenn man die ganze Zeit ein anderes Spiel spielt? Akazienplanken nehme ich an. Auch annehmen. Dass man diese Missionsdinger. Schweres legiertes Schwert, kann man das herstellen? Also da haben wir bestimmt. Jetzt höre doch mal auf. Ich sage jetzt ja mal ja und dann gucke ich mal. Ich hätte es vielleicht andersrum machen sollen. Nein, kann man. Gut, sehr schön. Was haben wir noch? Noch eine Quest. Dann nehmen wir hier noch die Melonen. Es ist ein Dienstag gerade. Okay, ich würde jetzt mal noch kurz durch Wasser mal kurz herstellen, das wäre sinnvoll. Genau, heute wollten wir ja noch ein paar Kisten machen. Ich will jetzt mal gucken, ob jetzt hier Strom und das alles drin ist. Wir wollten gucken, ob die sich hier drin im Teich vermehren, ne? Wasser ist jetzt nicht aufgefüllt. Aber das sieht erstmal gut aus.
Also es scheint schon mal zu klappen. Kistenteilchen wollten wir jetzt hier ein bisschen aufräumen und nochmal umsortieren. Also wir haben hier keine Aufgabe für die Stahlrahmen. Die Stahlrahmen. 10 Stahlrahmen müssen wir herstellen. Und für die Stahlrahmen. Ach, das war hier, ne? Musste ich hier machen, oder? Die Stahlrahmen. Nur gut. Ah, das muss ich 10-mal machen. Okay. Die muss ich herstellen. Ich dachte, ich muss andere herstellen. 10-mal haben wir sogar alles da, so wie es aussieht. Dann lass ich mal arbeiten. Dann kriegen wir die Quest sogar erledigt heute. Geil. Das hatte ich jetzt echt nicht erwartet. Wir bringen erstmal die Quests weg. Hier kommen wir dann nochmal wieder. Bauen wir die Stahl an. Halt, wir wollten noch... Ich wollte noch gerne ein bisschen Sachen zum Verkauf mitnehmen. Wo wirklich ein bisschen was loswerden. Ich hätte gerne eine Kiste, wo der automatisch Sachen reinschmeißt, die er doppelt hat oder sowas. Wo er sagt, ein Stack ist randvoll, ich habe das jetzt übrig. Hier diese 4. 1, 2, 3. Das 5. Teil fehlt mir. Wo finde ich das 5. Teil? Wir müssen mal vielleicht heute mal in die Wüste gehen. Mal schauen. Nee, Pflanzen und sowas müssen wir halt alles mal angucken. Okay, wir bringen das erstmal weg. Was noch eine blaue Quest, sehe ich gerade, ne? Ja, Zivitruhe. Da ist noch was Blaues. Hier liegt Müll. So ein Autoverkaufssystem hätte ich immer noch gerne. Was habe ich euch jetzt schon, glaube ich, in jedem Stream erzählt. So. Dankeschön. Dankeschön. Und du willst nochmal quatschen, habe ich gesehen. Hugo, komm her. Okay. Haben wir noch irgendwas mit? Okay. Dann machen wir erstmal das, das nicht. Forschung müsste, glaube ich, noch laufen. Ne? Da kann ich noch mal kurz reingucken. Ob die Forschung noch... Ne? Ich sitze jetzt wieder vor der Karte. Ne? Ich muss auf die andere Seite, sehe ich gerade. So. Warum stehe ich schon über? So. Habe ich mal auf die andere Seite gesetzt. Ich glaube, die Forschung läuft noch. Zwei Tage. Okay. Dann können wir die Maschinen noch aufwerten. Das wollten wir ja dann noch machen. So, jetzt müssen wir erstmal runter zu Sieg. Wurden von Maschinen bemeint. Das ist schön. Ich finde es schön, dass jetzt alles endlich auf Deutsch ist. Und dann wäre es halt cool, wenn man noch so ein schönes deutsches Soundout hätte, dass die halt in Deutsch quatschen. Das wäre cool. Gibt es bestimmt irgendwann mal als Mod oder so. Sieg, mein Guter. Danke dir vielmals. So, müssen wir noch was... Ja, CDs würde ich jetzt erstmal nicht machen wollen. Hier würde ich mal ein paar mitnehmen, einfach das, was wir haben. Kastanien brauchen wir nicht, Rosenwein brauchen wir nicht, Himbeersamen. Himbeeren wäre noch gut.
Dünger kann man auch noch mitnehmen. Danke, Stroh nehme ich auch noch mit. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Haben wir ein bisschen wieder was da? So. Jetzt theoretisch zurück zur Werkstatt, das holen. Das Schwert holen, dann müssen wir eh Richtung Handelsgilde. Schwert, das müssen wir vielleicht sogar noch aufwerten. Weiß ich nicht, ob wir es auf herausragend gleich hinkriegen. Meerkat, hallöchen. Hi. Na, ist schick? Das freut mich. Das freut mich. So. Bürgerstar ist eine Wand. Nur mal so viel dazu. Aber du hast recht, wir müssten das mal... Ist der fertig? Ach, der hat die schon eingesammelt, ne? Weiß nicht, ob der fertig ist. Was wollte ich? Das wollte ich. So, ein Schwert haben wir. Dann bringen wir noch mal das Schwert weg. Dass sie das natürlich jetzt so von den Maschinen, also von der großen einsammeln, ist geil. Auch nicht verkehrt. Weil, wie die gesagt, diese Zusammensetzungsmaschine, die lohnt sich halt nur. Also die Plattform. Wenn wir mehr herrscht, also wenn wir eine größere Anzahl herstellen müssen, dann lohnt sich das. Sonst lohnt sich das nicht. Und was hast du noch? Schwert abgegeben, dann holen wir uns das. Wir gucken nochmal kurz nach Wasser. Hier müssen wir rein. Zur Zille. Mal gucken, was hier passiert. Was? Miguel? Achso, ja. Du bist zurück. Ich habe viel über deine Worte nachgedacht. Du warst. Glaubst du echt, dass sie sich nicht für dich interessiert haben? Mein Betreuer war stets so zielstrebig, so genau richtig. Es ist schwer zu fassen, dass ich ihnen egal war. Aber es ist die Wahrheit. Ich wurde in dieser Zelle zum Verrotten zurückgelassen. Penn und Mathilda haben sich niemals für dich interessiert. Penn und Mathilda haben sich nie für deine Sache interessiert. Penn und Mathilda haben wahrscheinlich ihre eigenen Gründe. Sie haben sich niemals für dich interessiert. Ja, sie haben ihn nur genutzt. Es wundert mich gar nicht, dass mich Penn verraten hat. Er sollte meine Handlung überwachen und kümmerte sich weder um mich noch um mich um... Weder um mich, noch um mich, um ihn. Achso. Doch, Mathilda, ich wusste nicht, dass sie Mitglied von Duvas war. Während unseres Studiums stand sie meinen Ideen aufgeschlossen gegenüber. Sie war zwar nicht einverstanden, aber sie hat mich gut verstanden und mir zugehört. Im Nachhinein ist klar, dass sie nur meine Umkehr beobachtet. Aber trotzdem, wieso sollte sie uns im Stich gelassen haben? Du hast wahrscheinlich recht, möglicherweise war sie niemals meine Freundin und glaubte nicht an meine Sache. Als ich zusammen mit Penn und Lefu in der Zelle war, habe ich mir ihre Gerede angehört. Lefu scheint nicht die gleichen Ansichten zu haben wie ich. Er mag mehr Land für seine Leute. Doch die Zukunft der Menschen interessiert ihn nicht. Lefu? Wer war denn Lefu? In Wirklichkeit schien er nicht zu glauben. Ich habe versucht, ihm meine Ansichten darzulegen, um Gemeinsamkeiten zu entdecken. Doch er war viel zu sehr damit befasst, Penn am Arm drücken zu ändern. Diese Truppen sind nicht die Retter, mit denen ich gerechnet habe. Mathilda, ich finde es immer noch schade, dass sie in einer solchen Situation war. Warum sprang Mathilda vor die Kugel? Es hört sich so an, als wäre Duvas nicht das, was es ist. Es gibt immer einige Dummheiten wie Penn. Warum sprang Mathilda vor die Kugel? Cool. Die wurde ja geschossen, ne? Warum sprang sie davor? Ich selbst habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich habe ein bisschen Theorie, aber ich weiß nicht, welche Absichten sie wirklich hat. Ich bin überzeugt, dass Mathilda eine echte Meisterin der Taktik ist. Ich kannte nur den Plan für das Wasser, aber ihre Pläne gingen weit über mein Level hinaus.
Als Logan meinen Plan durchkreuzte, wollte sie ihre Deckung aufrechterhalten und das Vertrauen des Dorfes sichern. Ich vermute, ihre Ziele sind einen kleinen Schuss ins Blaue wert. Risikoreich, aber berechend. Sie konnte sich nicht erlauben, dass Penn irgendetwas entgeht oder dass auch sie in Verdacht gerät. Natürlich ist dies nur eine Vermutung. Ich habe echt geglaubt, wir wären Freunde. Dennoch gibt es einige Teile des Plans, die mir zu viel Zweifel geben. Wieso haben sie mir ihre Pläne verschwiegen? Was haben sie im Norden gemacht? Der Plan für das Wasser war eine Abdeckung für die Ausgrabung der Ruinen. Genau. Weiß ich. Eine Ablenkung eher nicht. Nee, nicht eine Abdeckung, sondern eine Ablenkung. Du bist ein Sündenbock. Sie haben dir alles eingebrockt. Merkst du das nicht? Alles muss zum Teil eines größeren Plans sein. Ja, die Abdeckung. Der Plan war, was war so eine Ablenkung für die Ausgrabung der Ruinen. Also war ich eine Marionette? Man hat mir erzählt, ich würde alle beschützen, dass du was, wenn sie schließlich die Macht ergreifen, die vor den Gefangenen der Vergangenheit schützen würden. Doch sie gruben die Ruinen für diese Relikte aus der alten Welt aus. Diese Kriegswaffen? Welch eine Ironie. Nun, falls das alles ist. Miguel, warum wolltest du einen Logan erschießen? Das ist eine Sache, die mir zu schaffen machen wird. Denn ich bin kein Mörder. Ich glaube, obwohl ich dachte, ich würde das Richtige machen, freute sich ein Teil von mir darüber, dass ich allen etwas nach vormachen konnte. Der Wunsch, den Sieg zu erlangen, ist mir zu Kopf gestiegen. Als ich entdeckt wurde, verlor ich in meinem Übermut den Verstand. Ein in der Enge gedrängtes Tier wird ausschlagen. Das ist keine Entschuldigung. In dem Moment dachte ich, alles für das, was ich gearbeitet hatte, fällt in sich selbst zusammen. Ich habe rot gesehen und nächstes Mal hörte ich den Schuss ertönen. Jede Nacht, seitdem ich die Szene in meinen Gedanken vor mir ablaufen. Jede Nacht seitdem sehe ich die Szene in meinen Gedanken vor mir ablaufen. Ich bitte nicht um Verzeihung. Es gibt keine solche Vergebung. Ich werde das für den Rest des Lebens bereuen. Handwerker, ich hatte wieder einmal sehr viel zu grübeln und vielen Dank, Räuder. Wir sind vielleicht nicht einer Meinung. Vielleicht hast du sogar mich. Aber ich weiß, unsere Gespräche zu schätzen. Ach, Logan ist immer noch unter Paul. Okay, gut. Wann sollten wir nur 2-3 Tage rein, ne? Häufiger sollten die doch gar nicht rein. Egal. Hier hat der Laden Geld. Wenn man in der Ruine selbst ist, hat der Laden kein Geld und man kann so Kohl kaufen. Das ist praktisch. Das ist richtig praktisch. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir die Brückenbögen fertig machen können. Hey Jasmine, alles schick bei dir? Ja? Hey Roller, was? Hast du heute viel zu tun? Ich bin super beschäftigt. Ja, dann tschüss Jasmine, viel Spaß. Warum fragst du mich, ob ich beschäftigt bin, wenn sie super beschäftigt ist? Ach Mensch, die Jugend heutzutage. Mensch, 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 Mensch. Guck mal, da fliegt eine Coco. Hallo Coco. Auf der Coco Cabana. So, jetzt haben wir alle Teile schon zusammen. Perfekt. Ich würde mal kurz hier noch durchgehen. Und schauen, ob ich hier noch was reinschmeißen kann. Der sieht doch danach aus. Ne? Sehr schön. Ah, der hat. Warte, halt. Wir könnten mal draußen Zeichen machen, ob der noch zwei Ketten hat oder erst einer. Aufgabenkette. Okay. Also, Trockensachen. Haben wir noch irgendwas zum Trocknen? Sehe ich nicht. Das ist Manganstahl, die haben zu tun. Konnten wir die hier nicht aufwerten? Waren das die? Oder waren das die? Okay. Wie konnte ich denn jetzt hier noch aufwerten? Hier ist die mittlere Nähmaschine. Welche Maschinen konnten wir noch aufwerten? Die Schmiede war glaube ich noch dabei, ne? Oder hatten wir die schon? Die Schmiede hatten wir als letztes, glaube ich, ne? Ach, der Veredler war noch dran.
Okay, das waren die beiden Bauanleitungen, die uns noch fehlen. Okay. Sehr schön. Dieser Grafikbug hier. Süß. Okay. Gut, wir gehen mal zu Heidi. Storyline pushen. Wo rennt denn Heidi schon wieder rum? Mensch, Heidi. Überall und nirgends die Frau. Ach, na klar, die ist wieder kämpft mir. Heidi! Warte! Oh, das falsche Teil, du Gruner. Hey, what did the tunnel say at the trial when it's accused of a lack of foundation? Hey Rolle, was hat der Tunnel bei der Verhandlung gesagt, als er wegen mangelnder Grundlage angeklagt wurde? I've been framed. Ich bin reingelegt. Okay. Hey, well, now that you've given me these steel frames, it will be framed. We're one step closer to making that a reality. Moment, geschenkt? Geschenkt? Hallo, geschenkt? If there's anything else we need from you, I'll let you know. But drilling should be pretty close to done in a few days. Maybe take a break till then. And once we're through, we can all meet up again to talk about what's next. Okay. See ya! And thanks as always for the top-notch work. Was haben wir jetzt bekommen? Wir haben gerade eine Rüstung gekriegt. Level 47, heller Kätzchen Staubwedel. Wir tragen Cyberkätzchen Staubwedel. Ach, süß. Okay. Aber wir könnten. Ich würde heute mal einfach mal in die Wüste fahren wollen. Hier unten war eine Haltestelle. Dass wir jetzt einfach mal in die Wüste fahren. Ich will gucken, ob ich noch diese. Was ist denn das? Das Schild steht das schon immer da. Ich will sehen, ob ich dieses fünfte Teil der Rüstung finden kann, endlich. Weil ich weiß nicht, wo das ist. Hier. Jetzt würde ich einfach mal ein bisschen das Holz holen und so weiter und so fort. In dem Fall mal heute nicht grinden gehen. Okay. Wie haben wir gucken? Das Holz nicht nachgewachsen? Müsste hier nicht Holz sein? Das war doch nicht erst da vorne, das war doch schon hier. Hier zum Beispiel. Das große Totholz. Sorry für den Grafikbug gerade, dass das so hin und her schwenkt, aber gut. Ne, das versteinerte Holz wollte ich halt haben. So, war hier unten nochmal versteinertes Holz? Ne. Wenn jemand von euch weiß, wo die für das fünfte Teil der Rüstung ist, dann könnt ihr mir das auch gerne sagen. Vermute mal, dass es jetzt ja implementiert worden ist. Wird die Wüste nochmal so weit abgehen, wer es sich so finden kann. Totholz. Und noch mal kurz das Totholz. Ich gucke jetzt schon extra in die nach hinten, ob da noch irgendwo was ist. Vor allem, das ist echt mutig. Der stellt sein Bein an den Stamm und haut dann mit der Axt quer rüber. Die Gefahr, sich selbst ins Bein zu hauen, ist doch immens. Eigentlich. Ne, da glänzt das nur. Guck jetzt nochmal mal die Bereiche hier, aber.
So, das war hier bloß die Zeitkapsel. Genau, das war die Zeitkapsel. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Also ich gehe ja davon aus, dass der fünfte Teil einfach nur noch nicht implementiert worden ist. Also damals in der Early, aber wir sind ja nicht mehr in der Early. Und jetzt könnte es ja hier irgendwo rumliegen. WTF, warum ist da eine Mauer? Seit wann ist denn da eine Mauer? Die gab es damals noch nicht, ne? Wir konnten damals hier durch. Warum ist hier eine Mauer? Brauche ich dafür Dynamit? Es gibt Dynamit zum Herstellen. Ich kann mir vorstellen, wir brauchen jetzt Dynamit, um da durchzukommen. Okay, dann könnte das natürlich dahinter dann jetzt wirklich liegen, das fünfte Teil. Das könnte sein. Ja, damals war da noch offen. Naja, gut. Dann habe ich aber die Vermutung, dass wir dahinter müssen. Aber vielleicht kommen wir durch die Storyline noch dahinter. Dass da noch irgendwas Schönes passiert. Keine Ahnung. Gucken wir mal. So. Einfach mal gucken, ob hier irgendwas funkelt. Sieht gerade noch nicht so aus. Alpha, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir und herzlich willkommen und vielen lieben Dank für dein Abonnement im fünften Monat schon. Ach du Verrückter. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Und du hast einen entspannten Sonntag. Warte mal, hier wird eine Kiste angezeigt. Hier wird eine Kiste angezeigt. Guck mal. Was bist du? Rüstungsteil 5. Wir haben es gefunden, Leute. Gerade gesagt, wir suchen das und wir haben es gefunden. Wohl als Besten und selbst. Ja, ich kann nicht klagen. Danke dir vielmals für die Nachfrage. Nein, also ich hüstel immer mal noch ein bisschen. Also ich habe die Franchise noch nicht ganz weg, aber ja, doch schon ganz gut überwunden. Ich war ja auch schon letzte Woche wieder auf Arbeit. So, wunderbar. Okay, wir haben das fünfte Rüstungsteil. Das finde ich jetzt geil. Ganz ehrlich. So, mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Nein, hier ist die Wand. Es bleibt eine Alpha-Wand. Wir dürfen hier nicht durch. Das ist deine Wand, Alpha. Deine persönliche Wand ist hier. Okay. Wenn Alpha da seine Wand hingestellt hat, dann ist es halt so. Das muss man akzeptieren. Oh, ist ein bisschen, achso, das war die Pflanze, ne? Die interessiert mich jetzt nicht. Das ist ein Knochen, das interessiert mich auch nicht. Das interessiert mich nicht. Hast du gut hinbekommen, kaum zu bemerken. Ja, das ist richtig, die kann man kaum bemerken. Was bist du? Knochen? Das sind Knochen. Du bist keine Knochen, du bist ein Robster. Dann nehme ich dich mit. Da rennt ein Hüpfer weg. Lass die laufen. So. Wirst du heute auch noch streamen, mein Lieber, oder ist heute Ruhephase angesagt?
du? Dich kenne ich noch nicht. Warte, erstmal das Schwert ausrichten. Wer bist denn du? Hallo? Wer bist denn du? Hallo? Ein Sturzart. Es sieht ja süß aus. Guck mal, was ich hier Schönes habe. Reliquien bei den Ruhen. Nice. Ein Sturzart. Kannten wir noch nicht. Das ist neu. Erst in 2 Stunden. Was steht denn dann bei dir an, mein Lieber? So. Wie spät haben wir es? 18 Uhr. Wir müssen dann langsam wieder nach Hause. Sturzart, aber der hatte echt gut Loot dabei, der Sturzart, der war neu. So, gibt's hier noch was Schönes? Entweder Hand Showdown oder Elden Ring, entscheidet sich noch zu sagen. Ah, okay. Ja, entweder du spielst halt alleine oder halt mit Freunden, ist klar. Gibt's hier noch was Schönes? Ja, euch lasse ich mal leben. Ihr tut mir ja nichts, ne, ihr kleinen Husqueens. Die sind so süß. Ein Husqueen, ein Husky-Pinguin-Mischung. Das ist so süß. So, ansonsten sehe ich jetzt nichts weiter, was mich jetzt hier interessieren würde. Wir haben die Kiste gefunden, das ist geil. Vielleicht war die schon immer da und ich habe die nur einfach gesehen, so ein Blindfisch, wie ich halt manchmal bin. Hier ist nochmal ein Teich. Ein Sandkarpfenteich. Hallo, Boxerschwein. Und tschüss, Boxerschwein. Ja, bin ein bisschen overpowered für dich. Husky-Pinguin-Mischung? Die zeigen mal bestimmt spannend. Ja. Die heißen halt Huskuine. Bei Sandrock ist es ja so. Und bei Portia, die orientieren sich an echten Tieren und verwandeln die dann halt in irgendwas. Und da entsteht dann halt ein Husky. Warum das Boxerschwein aber Boxerschwein heißt, obwohl es überhaupt nichts mit dem Schwein zu tun hat, sondern reinweg ein Känguru ist, in meinen Augen. Also für mich sieht es jedenfalls aus wie ein Känguru. Ja, keine Ahnung. Okay, ich hole hier vorne noch das Totholz. Das würde ich mir hier noch holen. Den Drohnenhüpfer ignorieren wir mal geschickt. Oder wollen wir noch die Ausdauer? Ach komm, wir machen hier noch kurz. Alles klar, viel Spaß im Vlog. So, noch ein bisschen Lapis Lazuli. Oder Lapis Lazuli, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ja, wir hauen die Ausdauer hier noch schnell runter. Und dann fahren wir nach Hause. Ist ja fast null schon, also geht schon zügig bergab mit der Zeit. Na klar, es fehlt ein. Ein Schlag fehlte. Na gut, egal. Jetzt habe ich nie mal Ausdauer mehr, um mein Schwert zu schwingen. Egal.
Wie geht dieses Geräusche von dem Schwert auf den Keks? Gut, dass auch ich, aber dieses Geräusche. Echt nervig. Okay, ab nach Hause. So. Und dann schmeißen wir die mal nochmal neu an. 8 und 5. Hier haben wir nochmal 4. Auch nochmal 4. Die laufen. 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 Wunderhübsch. Wir haben auch alle noch zu tun. Sehr schön. So, was ist hier? Die Kakteen sind fertig. Vielleicht mal nochmal Dünger nachschütten. Okay, und hier? Hier fehlt noch Wasser. Auch schön. Was war das? Kartoffeln. Das läuft. Rest wächst. Wie gesagt, warum das mit dem Sehen nicht funktioniert, ich verstehe das nicht. Brauchen wir da vielleicht einen anderen Bot zu, der das kann? Ich verstehe es nicht. Dann haben wir hier nochmal, warte, Kleidung, Hüte, Shirt. So. Dann haben wir Reliktkiste 3. Und wir haben den Beutel hier. Den wir noch schnell auspacken. Okay. Spielzeugsoldaten, das ist neu dabei, okay. So. Und ich würde noch mal kurz die Reliktkiste, das Ding hier anschmeißen. Ich würde gucken, ob ich den hier herstellen kann. Die Rüstung. Obwohl diese Rüstung aus der alten Welt den Träger in Bezug auf Schutz vor Fallen und Stich gelassen zu haben scheint, hat sie sich erstaunlich gut gehalten. Das ist die alte Welt. Okay. Okay. Lass das mal herstellen, wir gehen schlafen. Wir haben die Rüstung gefunden. Ich dachte, das wäre eine Rüstung, die wir anziehen können, aber scheinbar nicht. Das ist wirklich bloß ein Ausstellungsstück, aber dann stellen wir uns halt ins Museum. Ist egal. Komm mal, Mira, schlafen. Raus aus den Federn. Was fehlt mir eigentlich noch? Es fehlt nur noch Glück. Wir müssen eigentlich das Haus noch ein bisschen weitermachen, aber die Kisten wollen wir dann erstmal vereinfachen. Jetzt, wo wir die ordentlich sortiert haben, findet man noch schnell was. Hey, I wanted to come and say goodbye to you directly. Oh nein. I'm going back to Atara tomorrow. Nein. Nein. Du bist versetzt von Ono, hat dir eine Auszeit gegeben? Da wollte ich mich direkt fragen, ich gehe morgen zurück. Nein. Du bist versetzt worden? That's right. I got the message from ACI yesterday. Och Mensch. Das ist doch schade. I've been in Sandrock longer than any other assignment. It's getting harder and harder to accept the reality of having to leave. The friends I've made here, it's kind of taboo for an agent.
but it's something really special. Nachvollziehbar. I'm going to go and say goodbye to everyone else. I didn't expect to make so many friends here. Du kannst ihn jederzeit wieder besuchen. Ich will dich wirklich nicht gehen lassen. Nun, du solltest dich auf deine Karriere freuen. Nein, ich will dich wirklich nicht gehen lassen. Nö, die gehört ja hierher. Die gehört hierher. I know, but I have to go. Hm. I don't know what will happen in the future, but I'll always treasure our time together. I'm sure somehow I'll get to see you again. Na, werden wir sehen. Anyway, würde mich freuen. I really feel like you helped to make Sandrock a special place for me. Gerne. I'm getting on the early train tomorrow, so I wanted to come and see you here. I know you're busy, and I don't want to inconvenience you to come and see me off. Und wir können so auch stay safe, okay? Sag einfach, wann der Zug fährt und ich komme. Ich sehe hier wieder, oh, mehrere Hauptquests. Obwohl diese Rüstung, genau, haben wir die neue Rüstung bekommen. Super. Von Logan. Rolle, wir sind endlich aus dem Gefängnis entlassen worden und bereit, in unser altes Leben zurückzukehren. Wir müssen nur zuerst das Haus da oben machen. Gib uns etwas Zeit, um aufzuräumen, dann hängen wir ab. Dann hängen wir ab. Okay, dann hängen wir halt ab. Okay, ich schmeiß erstmal eine Maschine an. Was noch so anzuschmeißen ist. Einmal. Zweimal. Das hätte ich auch gern automatisiert, dass ich die Dinger, dass die sich selbst füllen. Alles, was da ist, schmeißen die automatisch rein. Das hätte ich auch gern. So. Und alles drin. Gucken wir mal kurz durch. Hier ist frei. Einmal. Okay. Und die Nähmaschine. Einmal Wolltuch. Und der Verbundfahrung können wir auch mal. Okay, Garten schnell abfrühstücken. So, dass der Sand reißt. Wunderbar. Die Kartoffeltomaten. Okay. Noch was fertig geworden? Die Rosen brauchen noch. Okay. Gut, dann Quests machen. Erstmal das alles wieder reinschmeißen. Die Rüstung bringen wir dann ins Museum. Gebackene Kastanie mit Zucker, okay. Die Teeblätter nehme ich mit. Die Kaffee nehmen wir mit. Die Titanio und Titan. Verbundfasern können wir mitnehmen. Nice. Haben wir alle Aufträge oder haben wir neun? Nein, sondern. Okay, jetzt gucken wir mal, dass wir die nach und nach abgegeben kriegen. Wir können auch alle erfüllen, oder? Ja. Ohne dass wir direkt in die Story reinrennen, das will ich jetzt erstmal nicht machen. Erstmal Quests wegbringen. Ich renne in die Story. Mr. Logan! Thank you again for agreeing to do this interview. It really means the world to me. Just Logan is fine. So, what's all this about? What went down up north? I'm not much of a storyteller. Maybe Justice is your man for that. Mademoiselle. Oh, no. No, actually. I was hoping to learn a bit more about you as a person. Your life on the run, what inspires you. You see, I've been working on this novel. Uh-huh. Ah, hello. What a pleasant surprise. I don't suppose you could join us? I had some questions for you as well, if you have time. Zu viel auf dem Telefon stehen, na klar, komm. All right then. Well, more the merrier. Fantastic. Let's move to a more suitable location. Okay. Blue Moon Saloon. Hallöchen, Amaros, mein Lieber. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Alles gut bei dir? So, the Battle of the Northern Ruins. Working title.
You all were just so heroic over there. Really inspiring. I've spoken with Justice already, and you mentioned a few details I thought were a bit odd. Okay, was kam denn so weit? Was hoping to cross-check them with you two, if that's all right. So, according to Justice's reports, Grace, the town cook, boarded the Duvo's airship alone, where she then managed to take out a propeller engine, making the ship an easy target for the Alliance? Was? Den Berichten von Justice zufolge ist Grace, die Köchin im Dorf, allein an Bord des Duvoser Luftschiffs gegangen, wo es ihr gelang, den Propellermotor auszuschalten. Ist sie das? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. I mean, we all know her university is known for its martial arts team, but I mean, come on. What's the story there? Is it possible I missed something big that everyone else knows already? Na, wahrscheinlich. In any case, spill the tea. Es waren nicht so viele Leute auf dem Logan, hat Grace ein paar Tricks beigebracht. Ich glaube, unser war auch da oben. Grace ist eine Geheimagentin. Weiß das schon jeder? Weiß nicht. Sie war nicht in der Kampfkursschule, sondern im Debattierclub. Wusste sie das? Haben wir das jetzt mittlerweile bekannt gegeben? Damals durfte es nicht, aber mittlerweile war es doch so. Ich weiß nicht. Boah, ich will eigentlich Geheimagentin sagen, aber das Wort Geheimagentin beinhaltet geheim, ne? Ja, komm, Logan hat ein paar Crazy ein paar Tricks beigebracht. Ah, that explains it. Well, care to shed a little light on the subject? What kind of moves? Do they have cool names like Flying Death Kick? Did he teach you any of these moves? We don't have any cool moves. We just train close combat as well as handguns out in the desert. Nothing to write home about. Tell him. Haben wir nicht irgendwelche Namen für our moves? Deutschtechnisch, tanzendes Sanddrachengestöber, Feuerwaffentechnik, rollender Donner stellt den Himmel auf den Kopf, Kampftechnik, der göttliche Kranich kehrt das Bein, Kampftechnik, die Teufelsziege schlägt den Pfirsich, mir fällt keiner ein, komm, die Teufelsziege schlägt den Pfirsich, ich hab Teufel drum, das passt. Devil Goat, perhaps inspired by your loyal Mount Rambo, striking the peach, whatever could that mean, ah well. Say, Logan, I was thinking about giving the protagonist in my novel a goat mount as well. You don't think that's weird, do you? Hallöchen, Miss Honey, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Eh, no. Plenty of respectable folk ride goats. Du. Logan, can I ask you something personal? Shoot. Are you seeing anyone? Did you ever have any chance romantic counters on the run as an outlaw? Ernest, hast du da Interesse? Ich merk schon. I'm afraid nothing comes to mind. Right, right. I realize I'm kind of crossing a line here, but can you at least give me something? Something to help me get the romance right in this novel I'm working on. Für Romantik hat keine Zeit. Ich werde alle seine Geheimnisse verraten für einen Preis. Er stieß möchte gern geliebt. Ich werde alles Geheimnisse für alle gesagt. Nein, das machen wir nicht. Er stieß möchte gern Geliebte weg. Möchte gern Geliebte. Was sind möchte gern Geliebte? Geliebte und möchte gern so. WTF. Nee, er hat einfach keine Zeit. Indeed. Driven by rage. Wutkrieg. His eyes focused only straight ahead. His vision tunneled. He was unable to see the love, no doubt, chasing after him. Der hat eine blühende Fantasie, Ernest, echt? A true anti-hero. Tragic. Sorry, I was kind of putting words in your mouth. Don't worry, I won't print that. Just doing a bit of thinking out loud for my novel. Mm-hmm. Well, I think we can about call it here. I've got enough. I'm going to get back to my desk while these ideas are fresh in my mind. Bye, thanks and farewell. Okay, Hallöchen, Alpha und was? WTF? Ach so, wegen dem Doof, ich verstehe. Hat mal Miss Honey einfach mal rausgetroppt. Total doof, ich dachte, dass sie die Fabrik. Ob die jetzt freigeschaltet haben, jetzt stinkt es mir, dass ich jetzt angefangen habe und nicht.
Ah, na toll. Und ich warte die ganze Zeit, wo es bleibt. Well, Dankeschön. You heard the man. Soweit bin ich noch. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe einfach weitergespielt. Also daher weiß ich. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass die jetzt in dem Update drin sind. Also zumindest die Fabrik. Naja, dann ist es so. Egal. Achso, du hast es schon durchgespielt. Wieder. Was macht ihr beide hier? Es sieht sehr vertraut aus, oder? Ja, ja, ja. Miau, miau. Ich habe euch erwischt, ihr beiden. Wie gesagt, ich lasse mich da nicht spoilern. Wir warten einfach ab, was da kommt und dann passt das schon. So, hallo Pablo. Ja, der Armband. Dann kauf dir eins, du hast einen guten Laden. Damit verdienst du bestimmt Unsummen, so wie hier alle immer gleich aussehen. Nein, ich habe das gelesen, was dazugekommen ist. Ich bin irgendwo in der Mitte. Achso, ich habe davon gar nichts gelesen. Wie gesagt, ich habe mich da komplett einfach los, rein, weiter geht's. Ich weiß bloß, es sollte kommen, aber wann und wie und was, keine Ahnung. Ja. Geht schon wieder auf dem Herbst, oder? Ist schon wieder spooky nice, so wie es aussieht. Danby steht irgendwie hier, die ist bei mir auch verpackt. Piri ist endlich wieder da. Ich muss einkaufen gehen und ihm seinen Lieblingseintopf zubereiten. Ja, dann macht er mal. Kannst noch kurz mit mir quatschen und dann. Thank you. Echt, ich lese das Zeug immer durch. Dazu ist, bin ich viel zu neu. Nö. Nee, ich lasse mich doch nicht spoilern. Nee, 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 nee. Also bei manchen Spielen vielleicht, wo es dann nur um Aufbau und Funktionen und sowas geht. Aber wenn ich hier die Möglichkeit habe, die Storyline, will ich mich nicht spoilern lassen. Dann brauche ich das nicht lesen. Dann lasse ich mich überall lieber überraschen. Diese Truhe, die nervt mich. Es ist keine Truhe mehr und sie wird trotzdem angezeigt. Oder ist hier vielleicht noch eine Truhe, die ich nicht gesehen habe? Nö. Okay. Hallo Amira. Wie gesagt, erstmal die Quest wegbringen und dann. Dann droppen wir die Storyline weiter. Heidi nicht weglaufen. Treppe runtergefallen. Hello. Hallo Heidi. Guck mal, ich habe hier was für dich. Hmm. Guck mal. Ich habe hier noch was für dich. Hmm. Cool, ja? Nein. Dachte mir. Okay. Storyline haben wir jetzt hier. Das ist Logans Zuhause. Na gut, dann dürfen wir beim Aufräumen wahrscheinlich helfen. Ist das nicht toll? Logans Zuhause. Sind wir mal durchs Fenster eingestiegen, wenn ihr euch noch erinnert? Ist schon eine Weile her. I get nostalgic for the spaciousness of our old place, but well, nothing beats home sweet home. Alten Wohnung, wo ist das denn, Alter? Ihr wart unten in einem Feld. Dips on the big bed. Which one's a big bed? Take a big whiff, y'all. Smell that? It's the smell of home. Okay. You may be mistaking the smell of home with the smell of dust. I guess we have been gone for a minute. Bisschen, ja. Fortunately for us, dust is not the most formidable of foes. With the proper tools, we'll have this place clean as a whistle in no time at all. Soll ich euch was herstellen? Hey there, partner. You're a little early for the housewarming party. Apologies. Having you here in this dust bowl is even less hospitable than our first encounter. Kann ich helfen? Ich bin eine schlanke und tranke Reinigungsmaschine, weiß? Ja, ich gebe also. Wie kannst du es fragen? Auf Wiedersehen. Ich kann euch helfen. You can always use an extra pair of hands. Grab a duster and start dusting. Ich wedel wie... Nee, das klingt falsch, wenn ich jetzt sage, ich wedel wie ein Gru. Auch gar kein Staubwedel, muss nur ein Kern.
Vor allem, das ist doch kein Staub, das ist Sand. Hier sind wir mal eingebrochen? Ich komme mir so bekannt vor. Belohnungswaffenständer. Den hat man noch schon spioniert. Er macht es doch gleich richtig sauber. Muss ich das erst wieder machen? Mensch, Haru. Wenn ich es nicht machen würde, Leute. Alter. Was ist das? Im Staubwedel bekommen. Moment. Warum haben wir jetzt eine Staubfehlernummer bekommen? Der ist schlechter als unser Alter. Ja, den kann ich wirklich so staubwählen. Hochzeitfoto von Logans Eltern, cool. Kann ich mir aber nicht angucken. Was? A memento. All seems so long ago now. Achso, das war von damals, ne? Wieso nimmst du den nicht? Den Staubsauger? Nah, just another piece of junk. Moment. Müssen wir gleich mal gucken. What you got there? Ach stimmt, wir hatten das eine Bild, glaube ich, mal gefunden, ne? Das hatten wir, aber die Hälfte kannten wir noch nicht. It's my folks. Day of their wedding. Der kleine Logan. Dang, your folks are foxes? Hey, anyone ever tell you you look like your mom? Wait a sec. Looks like this photo was ripped up on purpose. Ja, wahrscheinlich. Reckon that'd be my pa. He was always a bit torn up himself about the whole ordeal. Never really knew my ma, so this don't stir up much in the way of emotion for me. Though I do suppose now I'm the only one in our family still around. Logan, you yourself, on multiple occasions, have referred to us as your family. Reden gleich, Miss Honey. Yeah, come on! Gang's better than family anyway. Oh, never we're the family we picked ourselves. Yeah, sorry, fellas. Just got a little swept up there for a minute. By the way, Grace said she's leaving tomorrow morning. Told you too, right? Nein, hast du nicht. We're going to see her off at the station tomorrow morning. If you've got some time, you should come too. We've all been through so much, it's the least we could do. Definitiv machen wir das. Andy, we're gonna have to get to sleep a little early tonight. We're gonna rise and shine real early tomorrow. I know. I'm gonna sleep real early and I can be the first there to see her off. I bet. What time's her train again? Gotta make sure we ain't late. Thanks for coming today. Feel free to come by anytime. So, also der Staubwedel, der Staubsauger soll der neue Staubwedel sein? Echt? Ich habe den nie genutzt. Ich habe immer den Staubwedel. Seitdem ich Staubwedel habe, habe ich Staubwedeln. Also im Wedeln bin ich gut. Das klingt so falsch. Moment. Hat man noch Storyline-mäßig? Am Bahnhof ist noch Storyline. Sonst sehe ich keine weiteren Quests gerade. Also ich bin halt immer mit Staubwedel rumgerannt, nicht mit Staubsauger. Weiß gar nicht. Da haben wir sogar einen rumliegen als Tool. Warte mal. Der hier. Der hat eine stärkere Reinigungskraft, das stimmt. Okay.
Jetzt laufen wir halt mit Staubsauger. Dankeschön für den Hinweis. Ja, ich habe dir dann immer den genommen, dachte, wir wird ja eher als weiter weg. Dachte ich noch. Ich wusste es nicht. Nö, ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass es das Thema gab vor Ewigkeiten. Überhaupt nicht. Okay, jetzt gehen wir mal zum Bahnhof, gucken mal, was hier los ist. Jan wird abtransportiert. Hello there. We're Alliance Guards. Here on behalf of the Commerce Guild. We're just about to take Yan here over to the Atarn Correctional Facility. His case sparked interest in the Criminal Psychology Department. Alles gut, mach das. I'm a genius! A criminal mastermind! E equals MC crime! Aha. I think it was something more along the lines of, they wanted the chance to study a textbook narcissistic sociopath. Yeah. You wanna write a book about me? Fine! Sure! Long as I get royalties! And my face on the cover. Yeah! Old Yan's making a comeback! Right. Well, before we go, I wanted to just ask you a few questions. Being in the same guild as Yan here for so long, well, you're kind of a key witness in some of his crimes. Ooh, Kronzeug. We don't need you to appear in court. Just a simple, spoken testimony will be enough. I suppose, if someone had something good to say about Yan, he might get a reduced sentence. Eh, he'll be out here, newbie. Tell him how great I was. Tell him how we were always bestest buds, right from the get-go. Je nachdem, was ich jetzt antworten kann. How often did you see Commissioner Yan in his workshop? Den Keks machen wir sofort, Alpha. Wie oft haben wir ihn gesehen? So gut wie nie. Manchmal hat er praktisch so dort gelebt. So gut wie nie. Ich habe ihn nie dort gesehen. What? Come on! Give me a break, newbie! Oh, wait a sec. I get you. You hardly ever saw me in my workshop because you were always in your workshop. That's us. Two of a kind. Eh, newbie? Nein, du saßt immer in der Gilde und hast die Füße hochgelegt. Please, not yes. I see. Next question. Would you say the amount of workshop rating points Yan was regularly attributed with was an accurate representation of his actual work? Würdest du sagen, dass die Anzahl der Werkstattbewertungspunkte, die Yan regelmäßig zuerkannt wurden, tatsächlich seiner... Nein, beim Licht gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, er hat sich jeden Punkt verdient. Nein, beim Licht gar nicht. Wow, somebody get this kid an acting award. And the award for meanest, backstabbingest, most ungrateful newbie in the whole world goes to... Drumroll... whatever your name is. Phew, ah, not my best there. Ja, wunderschön, dass du nicht mehr meinen Namen nach so langer Arbeitszeit kennst. Well, regardless. One of the things we always take into consideration in these cases is character. Sometimes good people get wrapped up in bad situations. Tell me, could you speak to this man's character? Müll, Schlange, Ratte, all diese Dinge sind mir lieber als Yan. Es wäre schwierig, irgendwo auf der Welt einen schlechteren Menschen zu finden. Okay. Er hat buchstäblich keine positiven Eigenschaften. Nun, er ist schrecklich, aber vielleicht kann er einfach nicht anders. Er ist in Ordnung. 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 Oh ja, guter Kerl, sicher eine schlechte Situation. Müll, Schlange, Ratte, diese Dinge sind mir lieb. Mir wäre schwierig, also ganz schlecht bis... Okay. Müll, Schlange, Ratte, diese Dinge sind mir lieber als Yan. Das ist schon... Das weiß ich nicht, wie ich das einordnen soll. Ich sehe aber keine positiven Eigenschaften, er hat uns nur ausgenutzt. Yikes! tell us how you really feel, am I right? I see. Thank you. Yes, that falls in line with other witness testimony. It's likely your words here today will be the final nail in the coffin for this guy. He's going away for a long time. Sehr schön. Tschüss, Yan. War schön mit dir. What the heck, newbie? I haven't betrayed you in weeks! Seit Wochen nicht verraten. You engage in one little conspiracy and suddenly you're off the map forever! Whatever. Lock me up and throw away the key. I'll be running the joint in a week. Just you watch. I'm not so sure that will be the case, Mr. Yan. You won't be surrounded by hardened criminals, fighting amongst yourselves for scraps. You see, we believe in rehabilitation.
Oh, yeah, sure. Did I mention I regret everything I did and I'm good now? Klar. Even if that were the case, it's not so simple. In the Atara Rehabilitation Sector, we have our criminals pay off their misdeeds with kindness. Mit Freundlichkeit. You? What? That's not even a quantifiable currency. For a case as developed as yours, we're going to have to put you in our maximum charity wing. Maximum, what? That's right. You'll be sentenced to years of working for charity, cooking meals and handing them out to the needy. Of course, while being monitored by guards. Oh, nett. What? Freundlich und nett sein. For free? The needy? Those are the worst kind. And perhaps in time, you may even find, as many of our guests have before, that doing good deeds makes you into a better person. No! 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 Ooh! I'd recognize that kind of screaming anywhere. Someone's giving out surveys! How was I not invited? Can it, water boy! Go spill yourself off a cliff! Ned? Bake him away, toys! Verdammt, ihn ihre Spielzeuge. Remember me, newbie! Remember me! Nope. Tschüss. Haben wir's jetzt? Dass man den Zug nicht abfahren sehen darf. Also weg. So, jetzt erstmal Alpha. So, jetzt erstmal den Scherzkeks und dann kommen wir zu Miss Honey. Eins haben wir noch. Ein Irrer gießt Blumen auf. Ein Irrer gießt Blumen auf seinen Balkon. In ihrer Kanne ist ja gar kein Wasser, ruft ein Passant zu ihm. Das macht nichts. Die Blumen sind ja auch künstlich. Okay. Hat trotzdem an den Blumen gedacht. So, du bist so ein Munk, deshalb bin ich immer voll hinter, dass die Herzen voll bekommen, wenn sie wechseln sind und ich habe die Leiste nicht voll, das würde mich mega schön. Das glaube ich dir. Ich kenne das, ja, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich würde das jetzt hier in dem Fall so nicht spielen wollen. Weil ich mir halt sage, ich möchte schon so spielen, wie ich halt wirklich in Realität da antworten würde und so. So, ich würde sagen, wir gehen noch ein wenig grinden jetzt. Achso, zum Museum wollten wir nochmal. Ich würde aber nochmal kurz gucken, was wir mitnehmen können an Müll zum Verkaufen. Ich will das nämlich mal probieren, ob wir da wirklich alles verkaufen können, ohne Begrenzung vom Handelsvolumen. Das wäre mega. So. Dann können wir nämlich da immer alles abgeben, müssen da nur einmal grinden gehen und gut ist. Und können da alles reinschmeißen, was wir wollen, ohne Bedenken zu haben, dass der Shop sehr leer sein sollte. Gut, bei Metall machen wir es mal nicht. So, was haben wir noch Schönes? Das lasse ich. Die Relikte bleiben, das bleibt. Will ich jetzt auch nicht. Hier brauche ich jetzt auch. Oh, halt. Haben wir noch ein paar mitzunehmen? Erdmehlmilch. Nehmen wir auch nochmal 3 Päckchen mit, weil es zu viel ist. Okay, jetzt gucken wir die Pflanzen nochmal durch. Ich hätte auch gern so eine Möglichkeit, Samen selbst herzustellen. Also dass ich aus den Pflanzen einfach aus den selbst die Samen herstellen kann, das wäre schon nice.
Kaktus haben wir jetzt ja schon gar nicht mehr. Okay, also das Pflanzen funktioniert auf alle Fälle super, dass man hier richtig viel Sand reißt. Guck mal, haben wir gar keine Dinger mehr da. So. Hopp. Ach doch, weil es in der Sandreiskiste liegt. In der Gartenkiste. Ich wollte das ja, glaube ich, eh alles zusammenschmeißen. Okay. Und dann würde ich jetzt hochgehen zur Mine und würde dann nochmal 4, 8, 12. Also wir könnten theoretisch bis 0 Uhr machen. 120 jeweils weg, 240, 360. Haben wir immer noch knapp die Hälfte an Energie übrig. Muss leider wieder los, im Garten wartet noch Arbeit. So viel Spaß bis und bis zum nächsten Mal. Alles klar, Alpha, mach dir noch einen schönen Abend. Und viel Spaß nachher in deinem Stream, ne? Vielleicht kommen wir ja dann abends rum. Ja, mal gucken. Bis denn, mein Lieber. So, ich weiß, dass es jetzt nicht wirklich, das ist nur ein Eindruck, wenn du das im Biograf pflanzt, dann habe ich den Eindruck, dass man immer genauso viel zurückbringt. Den Eindruck hatte ich auch schon, war mir aber nicht sicher, aber Bio-Kruste musst du ja auch erstmal herstellen. Das ist ja der Punkt, die Bio-Kruste musst du ja auch erstmal herstellen. Und die wächst ja. Was ich gerne hätte, also Miss Honey, vielleicht hast du ja Ahnung, der Spiegel, der hat bei mir den Pflanzchip gekriegt. Aber ich kriege es nicht hin, dass der Pflanzen pflanzt. Hast du da eine Ahnung? So, warte, bevor wir da reinrennen. Verkaufsmaschine, guck mal. Die Verkaufsmaschine hat kein Geld. Man kann bei ihr verkaufen. Und zwar alles. Einfach so. Nein, die hat doch Geld. Warum hat die Geld auf einmal? Shit. Meine Überlegung war so gut. So eine Mist. Meine Überlegung war so gut. Menno. Weil ich hätte es nämlich gerne, ich würde gerne die ganzen selbst pflanzen lassen. Dass das ja alles der Bot macht und ich. Ich habe den noch nicht, der sitzt noch im Gefängnis, aber ich hoffe dem. Ich dachte, ach so, ich dachte, du bist auch schon fast durch. Du bist auch schon so weit durch. Du bist ja noch weit davon entfernt. Okay. Gut. Naja, ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich ja halt in der Early Access angefangen habe. Und dadurch vielleicht nicht. Alles dabei habe. Alles klar, Marus. Danke dir vielmals. So. Ups. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es halt liegt. Das ist halt echt. Vielleicht brauchst du auch einen anderen Bot. Vielleicht gibt es ja noch später noch einen anderen Unterstützer zu Hause. Hab keine Ahnung. Und jetzt habe ich natürlich so viele Sachen mitgenommen. Wir müssen dann auf alle Fälle woanders in Einkauf verkaufen gehen. Ich will das nicht nochmal raussuchen müssen. Ich dachte, ich hätte bei dem Ding alles verkaufen können. Das ist gemein. Das ist voll gemein. Kann ich jetzt nochmal verkaufen? Nein. Hallo. Nein, ich lese nur immer und schaue Leuten wie dir zu, um mich zu informieren. Das ist das Einzige, was ich gespielt habe. Voll Mutti, und bin jetzt völlig glücklich, dass der. Was? Was ist das? Dass das Schwert auch im Single gibt. Ich habe den Multiplayer noch gar nicht gespielt, weil der Multiplayer, der spielt ja, glaube ich, soweit ich weiß, storytechnisch vor der Hauptstory im Single. Ich weiß auch nicht, ob ich den Multiplayer mal spielen werde und ob ich den Multiplayer dann alleine spiele. Oder wie auch immer, weiß ich nicht. Kann man ja theoretisch auch. Entschuldigung. Danke. Musste nur mal durch.
dum, 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 dum. Ist schon ein sehr, sehr krasses Schwert, muss man schon sagen. Aha. Was alleine macht er nicht so viel Spaß, da er keine Story. Ich dachte, der hat eine Story. Ich dachte, da geht es darum, um die Vorgeschichte von Sandrock. Also es ist reine weg rumbauen und aufleveln. Okay. Okay. Nein, die haben sie völlig entfernt. Das Einzige, was du baust, die Stadt eben auf, aber sonst nicht, machst nichts. Okay. Also gar keine Story, sondern wirklich halt reine weg. Bauen. Okay. Wie gesagt, habe ich noch nie angeschaut. Wenn ich jetzt weiß, dass da nicht Relevantes ist, sondern nur reines Grinden ist, weiß ich auch nicht, ob ich es mir an. So, vielleicht machen wir nur zwei Durchgänge. Und dann gehen wir jetzt gleich nochmal verkaufen. Ja, komm, wir machen zwei Durchgänge. Danach gehen wir verkaufen und holen die restliche Ausdauer oben beim Schrott. Hast du jetzt mehr? Hast du? Ich probiere es immer wieder, ja? Ich bin nicht lernfähig. Zumindest nicht in der Hinsicht manchmal. Oder ich hoffe immer das Beste. Ups, 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 ups. Ups. Entschuldigung, wir liegen im Weg. Ups. Und einmal. Ja, diesmal nicht. Er stand auch noch. Okay. Er stand dezent anders als erwartet. Alter, das Schwert ist schon echt OP. Ich meine, dazu kommt halt das Level und dann... Oh, warte mal, wir haben Skillpunkt. Skillpunkt Kampf. Das galt aber, glaube ich, als Großschwert, ne? Also das ist jetzt nicht das, sondern das. Dann machen wir das. Und Stage clear. Oh, nächster. Hallo. Ach, zum Museum wollten wir ja auch noch, ne? Bleib am Kabel hängen. Olle, du musst nur einen Schritt drüber machen. Wieder zu früh. Na komm. Danke. Echt, dann habe ich was gelernt. Ich dachte, das ist außerhalb des Skill-Dings da. Was ist außerhalb des Skill-Dings? Was meinst du, ist außerhalb des Skill-Dings?
Echt? Dann habe ich was gelernt. Ich dachte, das ist außerhalb des Skill-Dingens. Vor allem Skill-Dingens ist auch für Dingen. So. Ich stelle mich mal kurz hier hin. Lasst euch nicht stören. Danke. Das Schwert, ich dachte, das gilt wieder als Deutsch noch als... Ich weiß es nicht. Ich dachte, es ist ein Großschwert. Weil es als eine Waffe... Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass es ein Zweihandschwert ist. Eigentlich ist es ein Einhandschwert. Aber das zählt ja nicht zu Schwert und Schild, weil du hast ja kein Schild dabei. Also wäre es definitiv als Zweihandschwert zu sehen. Ich weiß es nicht, ob es dazu zählt. Ist mir egal. Ich gehe eher als hoch. Ich will es bloß hochskillen, mehr interessiert mich gar nicht. Weil ich habe so keine Sorgen mehr, dass wir hier sowas nicht schaffen sollen, also. Wir nehmen kaum Schaden. Metzeln uns hier gemütlich durch. Vier Patronen, wir müssen bald auch mal Patronen verkaufen gehen. Ach Mann. Guten Tag. Und das war's. Easy peasy. Dankeschön. So. Auch wenn ich nicht verkaufen kann, aber vielleicht kann ich ja kaufen. Weiß noch nicht mehr, was wir brauchen. Okay, wir können es eh noch nicht kaufen, aber wir müssen gucken. Wir verlassen. Und ich würde jetzt probieren, den Rest noch zu verkaufen. Da möchte die... Da möchte die Kim einen Keks haben, den kriegst du auch gerne. Der Polizist hält einen Ausländer an. Können Sie sich ausweisen? Wieso? Muss man das jetzt selbst? Okay, in der heutigen Zeit scheiße. So ein Spruch, aber gut. Wie gesagt, der Witz ist, das Buch ist von 95. Das galt, da galt eine andere Zeit. Okay. Verkaufen wollten wir. Hier können wir nicht verkaufen. Ich hoffe, die Läden haben noch offen. Dass ich hier noch ein bisschen was verkaufen kann. Okay, dann gucken wir mal. Guck mal, wir hätten das. Und der ist schon pleite. Super. Junge, 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 Junge. Was führt denn der für ein Geschäft? Wie gesagt, ich brauche so ein, wie so einen Laden, wo man Sachen reinschmeißen kann und dann kaufen das die Leute einfach. Das wäre geil. So, jetzt nochmal. Weg. Nee, der Fluorid bleibt. Weg. Weg. Toll. Kann man dir irgendwas kaufen? Hast du irgendwas Cooles, was man kaufen kann? Nein. Computer sagt nein. So, er hat jetzt gerade die Flüsternachricht gesehen. Da weiß ich Bescheid. Ich muss bald mal eine Pause machen, das Wasser drückt dezent.
So, können wir noch ein bisschen was verkaufen, ja? Ich verkaufe bloß, damit wir unsere Lager mal leer kriegen. Was haben wir noch? Den wollte ich noch ins Museum bringen. Na gut. Hast du irgendwas, was wir kaufen wollen? Eigentlich müssten wir dann für die Tiere irgendwann mal, aber so weit sind wir noch nicht. Hast du irgendwas, was Glück bringt? Diese Jagdboy-Anzeigetafel. Robuste alter Schautafel von Wind. Das sieht für mich erstmal optisch hässlich aus. Weißt du was? Wir kaufen die einfach mal. Dann hauen wir das erstmal weg. Erstmal alles weg, was wir nicht haben wollen. Das bleibt. So, Dankeschön. Wir brauchen einfach mehr Verkaufsmöglichkeiten. Vivi, kann man bei dir was Schönes verkaufen? Danke für nichts, Vivi. War sehr nett mit dir. Ach, Mensch, die Leute. Da ist ja viel los. Achso, morgens die Verabschiedung, ne? Okay. Und dann gucken wir hier nochmal durch. Gut, warte mal, wir kaufen mal eben noch was. Reis können wir immer gebrauchen. Essig. Wir müssen ja immer mal kochen. Kakao, das Salz. Sojasauce, Mehl. So, Standardmilch brauchen wir das öfters mal. So, dann gucken wir jetzt nochmal ins Verkaufen. Da können wir hier nochmal ein bisschen. Und schon wieder alle. Alter! Eigentlich müssen wir immer irgendwas im Inventar haben, was wir verkaufen können. Wegschmeißen will ich es nicht. So, jetzt gehen wir nochmal hoch und bauen noch ein bisschen Schrott ab. Dann schlafen und morgen früh wird es das erste sein, dass wir wirklich hier zum Bahnhof gehen und Grace verabschieden. Das sollten wir mal. Das sollten wir einfach machen. Was ist denn da hinten? Ach, nur ein Zaun, der angeleuchtet wird, dachte gerade. So, kommt mal mit. Nehmen wir den Schrott nochmal mit. So. Viel Ausdauer haben, die wollen wir noch wegknallen. Ich hätte echt gehofft, dass wir wirklich alles mit einmal in diesem Laden verkaufen können. Wäre zu schön gewesen. Dann hättest du das einmal in der Woche gemacht, wärst du hingegangen, hättest du einfach mal alles verkauft. Das wäre schon nicht so verkehrt gewesen. Na? Nicht mehr Minen tauchen war nur sowas, ne? Auch schon ewig her. Aber habe ich auch keinen Grund dazu gesehen, dass wir das machen müssten.
Warte mal. So ein bisschen Ausdauer haben wir da noch. Wir haben hier draußen noch die Metallteile. So. Na, jetzt kann es eng werden. Ja. Das war's. Haben wir alles aufgebaut, ist in Ordnung. So. Wir wollten noch zum Museum gucken, ne? Alles einsortieren wieder. Was steht denn da drauf? Egal. Man wollte man nur damit das Glück voll kriegen. So, dann schmeißen wir die Maschinen wieder an. Machen wir den 17. Ja. Dem stimme ich dir zu. Also ich finde es auch schade, dass man das nicht auswählen kann und sagen, also dass das automatisch dahin kommt, wo es hin soll. Also weil wir müssen das Museum einrichten. Ich hätte es auch schöner gefunden, wenn man wirklich alles ausstellen kann, was man findet oder hat. Dann weiß man halt auch noch, was fehlt. Und hier kriegst du halt nur... Aber wahrscheinlich hat das die Spieler bei Ports ja getriggert, dass die halt wirklich alles probiert haben zu kriegen. Und das wollten sie halt jetzt mit der Lösung umgehen, indem sie gesagt haben, hey, wenn du halt nur 50 Teile gepackt hast, reicht das aus, ist egal was. Das finde ich halt schade. Man könnte da mehr machen, das ist richtig. Man hätte da mehr machen können. So, was haben wir hier Schönes? Himbeeren. Die Himbeeren. Okay. Das waren die Pilze. Ich glaube, wir müssen noch mal Wasser herstellen, ne? Stell mal kurz Wasser her. Haben wir noch Zeit? Noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay, die brauchen noch. Ich will die immer erst ernten, wenn sie vollständig sind. Es ist zwar schön, dass wir jetzt sogar so viel zum Ernten haben. Das Problem ist bloß, wenn wir es nicht verkauft kriegen, ist das halt wieder Mist. Was wir einsortieren noch. Oder? Das andere Ding wollten. Morgen müsste jetzt auch die Nachricht kommen, dass wir wieder einen unserer Maschinen aufrüsten können, ne? Tick, tick, tick. Ich weiß nicht, was das für ein Ticknummer ist. Amira schläft schon. Raus aus den Federn. Trace verlässt Central heute. Ich sollte mich von ihr verabschieden. Das machen wir auch. Wir verabschieden uns jetzt gleich als erstes bei Grace. Ohne irgendwas darum drumherum, wir verabschieden uns bei Grace. Oh hey, what brings you here? Das bringt mich wohl hierher, dich verabschieden. You know, I actually didn't want you guys to see me off. I even told Logan the wrong time. I'm not good at this kind of stuff.
Du hast die falsche Zeit gesagt, du bist ja frech. But honestly, when I saw you coming, I was really happy. Sometimes I wonder if I'm really suitable for this job. Niemand sonst könnte deinen Job machen? Warum sagst du das? Nee, niemand anderes könnte deinen Job machen. Aber sie gehört eigentlich hierher. Nee, wir fragen was. Warum sagst du das? I feel like I've changed. I'm not the person I used to be. My training was all about suppressing your emotions, embracing solitude, and putting the mission before anything else. I don't know. I feel kind of distant to all that now. Wandel ist eine gute Sache, ja, prinzipiell. Wandel heißt ja nicht, dass es schlechter wird, sondern nur anders. Wenn du bleiben willst, kündige einfach. Hm, du bist nur nervös, weil du deinen Boss sehen wirst. Wenn du bleiben willst, kündige einfach, ja. Wenn du bleiben willst, kündige. That would be nice. But I can't right now. Too much responsibility. Dann klär das und verkündige dann und komm nachher zurück. Maybe sometime in the future, when my job is done, when that time comes, I think I'd like to come back to Sandrock. Du bist jederzeit willkommen. So, ever think about the future? How about joining me? Okay, das klingt wirklich nach dem Nachfolger dann in Natara, so wie ich schon fast vermute. All passengers for Atara, please board. The train will be leaving shortly. Okay. That's me. Miss Grace, come on and hop aboard. You've got an exciting journey ahead of you. Yep, Sandrock to Atara. Best track in the Free Cities. Thank you, Jensen. One last word and I'll get aboard. Dann sag's auch. I want to give you this. Ein Foto. It's a little parting gift. Something to remember me by. Okay, wir kriegen ein Foto von Grace. Interessant. It's a picture of me during my old training days. The puppy next to me is my old partner, Cookie. He was a real sweet dog. Mach's gut, Grace. Ach Mensch. Zug wieder da. Okay. Das Schlimme bei sowas ist halt immer, dass es mich das immer catcht. Gänsehaut, Pipi in den Augen. Fürchterlich. Fürchterlich bei solchen Sachen. Wenn man, sag ich mal, mittlerweile Mitgefühl mit den Menschen hat, mit den Figuren hier im Spiel. Das ist schlimm. Vom Forschungszentrum, was haben wir denn gekriegt? Fortgeschrittene Schneidemaschine. Dankeschön. Und von Cooper, hier kriegen wir was zu essen. Dankeschön. Aber warte mal, wir haben das Foto gekriegt. Warte mal, das Foto will ich sehen. Warte, muss ich mal gucken. Wo ist das Foto mit Grace? Weiß halt nicht, ob das als Favorit gilt. Und was wäre passiert, hätten wir uns für Grace entschieden als Partnerin? Wäre die dann geblieben? Obwohl sie jetzt. Das sind ja Geschichtsereignisfotos. Also eigentlich kann sie ja hier fast nicht sein. Das Foto von Grace denn? In der Inventar wird es ja nicht sein, ne? Wo ist das Foto? Blätter ich hier nochmal kurz durch. Das kann eigentlich nicht Geschichte sein. Eigentlich muss es bei den Ereignissen sein. Sie sagte in der Ausbildung, da neben ihr war ein kleiner Hund. Hier wurde geputzt. Das war's nicht. Noch schön, dass die Bilder durcheinander sind. War hier gerade was? Ne. Ich sehe es nicht.
Keine Ahnung, wo das Bild ist. Keine Ahnung. Okay. Dann schmeißen wir mal die Maschinen an. Na super. So. Aber es funktioniert jetzt auf alle Fälle, dass die Helfer jetzt mal die Maschinen auffüllen. Das finde ich gut. Was sie ja vorher ewig nicht hingekriegt haben. Die Öfen sind aus. Einmal. Na. Zweimal. Mensch. Nicht ein. Okay. Das sind jetzt die. Die Schneider. Okay. Wenn wir noch über 200... Ich meine, wir brauchen theoretisch ja nichts herstellen, wenn wir es nicht brauchen. Müssen wir es ja nicht auf Krampf machen. So, das sind die Schneider, ne? Was? Ah, das sind die Schleifer. Die Schneider. Das sind die Schleifer. Ich meine, wir können jetzt auch einfach aufhören, Sachen herzustellen. Dass wir halt alles nur auf 200 herstellen und nicht weiter. Um uns einfach einen Puffer zu lassen. So, Schneidemaschine fortschrittlich. Was ist jetzt neu? Das sind die hier. Die Duwurst-Dinosaurierjacken. Interessiert mich aber herzlich wenig. Warum wurden hier noch keine Tiere gestreichelt? Ist der, hat der Spiegel schon wieder Schluss? Können wir mal kurz Kalender gucken. Wo ist ein Spiegel lieb? Unverschämt. Okay, wir gucken mal, wo können wir wieder Geld machen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Was? Ernsthaft, warum nehme ich denn die Kalkstein-Zielaufgabe an? Ich kann nicht genügend Kalken. Nein, lass das doch mal stehen. Kann ich eine andere Quest dafür annehmen? Ich glaube nicht mehr. Nee, ist durch. Ne? Okay, wir bringen die beiden Quests erstmal weg. Die drei. Das war jetzt mein Fehler. Wie sieht es denn kartentechnisch aus? Questtechnisch? Hier in Storyline-Quest. Okay. Wir gehen aber erstmal noch zum Museum vorbei. Unbedingt. Rocky, mein Lieber. Hm? Kurz plauschen und dann. Dankeschön. Ja, nee, wir produzieren jetzt nicht mehr sinnlos. Über den Bedarf. Also eigentlich können wir auch die Pflanzen runterfahren. Weil wir es gar nicht brauchen in der Menge. Dann sparen wir uns theoretisch Wasser und Co. Müssen wir mal schauen. Guck, mein Lieber. Guck mal, hier hast du einen Auftrag. Dankeschön. Und hier hast du noch. Sehr schön, okay. Dann Museum und Forschung. Erst Forschung, dann Museum.
Da würde ich schon die Statue hinstellen wollen, wenn man die schon was Besonderes ist. Wir könnten das mal ausprobieren mit dem Dynamit. Vielleicht geht das ja, dass wir wirklich mit dem Dynamit nie durch diese Wand kommen. So, fortschrittliche Juwelmaschine ist das dann noch. So. Hast du dich denn schon für einen Partnerin? Wir sind mit Amira verheiratet. Wo kann ich jetzt diese Figur hinstellen? Okay, ich hatte gedacht, die Rüstung ist größer als das. Es waren damals kleine Menschen. Also ja, es waren damals kleine Menschen. Er hat ganz kleine Körper, ganz klein zierlich. Er muss ja noch den Sockel wegrechnen davon. Der ging mir niemand bis zur Schulter. Ach süß. Okay. Okay. Wohin mussten wir jetzt? Preis der. Bei den Treppen. Hallo, Heidi. Rambo. Wenn der Spiegel hier irgendwo rumfährt, ich scheiß den an, dass der nicht seinen Job macht. Ja, tatsächlich, der steht hier. Miete ist abgelaufen. Geh arbeiten. Mach deinen Job, wofür ich dich nicht bezahle. Also doch, hab dich ja gerade bezahlt. Anjo, mein Lieber? Miau. Miau. So, tu es erst. Guck mal, was ist hier los? Da passiert was. Crystal and Pebbles. Gehen zu Arno. Onkel Lolo, okay. Hey, come here, kiddo. No. Wait, Ma, look at me. You happy to see your Uncle Logan, Pebbles? Oh, hey, look, that skin cream I like is back in stock. I think you'll find this particular blend to be especially restorative. It includes herbs not previously available near Sandrock. Oh, hey, it's the quiet kid, spouting off all sorts of fun facts about skin cream for some reason. yes, just trying to help. Das ist ja auch seine Cremes. Hey, Chris, if you're in a buying mood, want to take this off my hands? Second hands, but still as sharp as the day I bought it. Yours for 300 golds. Will der Crystals ein Schwert abkaufen? The sword that you used throughout our time as outlaws. You just want to give it away, Logan? That's right. At 300, I'm practically giving it away. But I'll do you one better anyhow. 150. Final offer. I don't know, Logan. We usually just get gear for our boys direct through Hugo. Why don't you keep it? Come on, Pebbles, let's go. Say goodbye to your uncle. Also weiß ich jetzt auch nicht, warum man das Schwert abgeben will. You what? What about you? I think you saved my life once or twice back in the ruins. So for you, 100 goals. What do you say? Warum will das loswerden? Wir brauchen es nicht wirklich. Wir haben ein stärkeres Schwert, glaube ich. Ich brauche es nicht wirklich. Und das ist sein Schwert. Ich will es ihm nicht abnehmen.
würde gern fragen, warum will er das loswerden? Nee, ich brauch's nicht. You sure? It's a good sword. Naja, wenn du es sagst, ja, ich will es wirklich nicht. Ja, okay, wenn du sagst. Good. Well, that's that then. What's gotten into you, Logan? Why the sudden sales pitch? Are we running out of funds? Nah, got plenty. Here, take this. A little something I found stashed away in the house. You're still thinking about going to Atara, right? Musst du weggehen? This is a lot of money. Er will alles wieder gut machen, ne? Yep. About a couple of years of tuition at the university by my count. Figured it'd be good to keep around for a rainy day. I don't see myself going to Atara anytime soon. If I did apply, I'm sure I could pay my own way. Fine then. Take it and don't spend it. Do whatever you want with it. Warum macht das Logan? Hey! Come on! I said take it! I'm gonna be hunting critters here the rest of my life, I reckon. But you've got big things in store for you. Talking to Grace, well, seems like she sees more in you than I ever did. And you know I don't like being outdone. Ach, deswegen willst du loswerden, aber ich hab dich auch schon übertrumpft. Very well, Logan. I'll hold on to this for us. If it'll make you feel better. But you should know, I don't plan on leaving you and Andy behind anytime soon. Certain. Yeah, money. Just spend it when you got it. We'll always make it back. Kind of a boring topic of conversation, if you ask me. Come on, let's mosey. Ich weiß nicht, was da mit Logan los ist. Putzig. Putzig, putzig, putzig. Noch was Questiges? Nein. Dann würde ich sagen, nochmal Gecko-Station. Und grinden, halt. Ich will die Rüstung fertig haben, auch wenn wir sie dann vielleicht nicht brauchen. Wir haben bis jetzt die Senior Snae Stiefel. Und den Hut, ne? Die Jacke fehlt noch. Und theoretisch der Umhang, glaube ich. Den Umhang haben wir auch schon. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Es fehlt nur noch die Jacke. Und da weiß ich gar nicht, wie viel da fehlt. Müssen wir gucken. Also einen Durchgang müssen wir auf alle Fälle machen. Machen wir mal. Ja, ja, hau weg. Theoretisch, die anderen Ruinen würden mehr Geld bringen oder mehr Erfahrungspunkte und alles, aber ich habe keinen Bock, mal erst so weit zu reisen zu müssen. Und dann grind ich halt hier ein paar Mal. So. Ist schon nice. So, der nächste weg. Tschüssi. Tschüssi. Aber wie gesagt, heute würde ich gerne noch gucken, dass wir das Kistensystem irgendwie nochmal ein bisschen überarbeiten. Da war ja nichts drin, ne? Wirfst du mich mal nicht mit deinem Honigtopf? Unverschämt. So. Wunderbar. Und gleich wieder weiter. Waren das alle? Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob ich jetzt alle weg hatte. Ja, egal. Wird schon passen. Und wenn nicht, dann nicht. Jetzt ist eh egal. Nicht ausweichen, Leute. Wieder
weiter. So, die müssten wir beide kriegen. Sehr schön. Genau, und die vier noch. Geh weg. Und nächste Tage. Also wir machen das mit dem Grinden nur so lange natürlich, bis wir die Rüstung haben. Ne? Wenn wir die Rüstung haben, dann grinden wir damit nicht mehr. Dann gehen wir andersweitig wieder Rohstoffe sammeln oder sonst was. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Okay, der Stream steht unter Spannung, wie ich merke. Was machst du? Und noch euch beide da unten. Euch drei. Und perfekt. Achso, jetzt sitze ich wieder dahinter, wo wenn ihr nicht seht, was kommt mir aber gut. So, wir gucken mal kurz. Was haben wir gesagt? Wir haben die Schuhe, Senior Snapes. Wir haben den Helm, Senior Snapes. Ach, Hose brauchen wir. Senior Snape Hose und Senior Snape Jacke. Das sind sogar noch zwei Sachen, die wir brauchen. Es gibt gar keinen einfachen Anzug wie das hier. Diesen Cyberkätzchen Staubwedel, wir kriegen. Den haben wir, glaube ich, gerade so oft, ne? Wir brauchen noch die Hose und die Jacke, 491 und 2x 491. Also werden wir auf alle Fälle jetzt noch mal zweimal durchgehen. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhrzeit geachtet. Mal gucken. Okay, wir schaffen danach noch einen Durchgang. Das geht dann auf alle Fälle noch. Also kein Problem. Also wir müssen erstmal noch kurz dadurch. Ja. Da hinten ist dann nichts weiter, brauche ich nicht nachgucken gehen, die vier noch und fertig. Ich mag es, wenn man halt irgendwann in den Spielen immer so OP wird. Und hier wirklich einfach durchschnitzeln kann. Beide erwischt. Ja. Zähne sind da. Thank you.
So. Schön, dass die Runden jetzt hier gerade mal wieder gleich enden. So, und am Ende des Tages, wenn wir dann beziehungsweise am nächsten Tag aufgestanden sind, brauche ich dann eine ganz kurze Pause. Dann muss ich mal kurz für einen kleinen Stream umdecken. Ne? Nicht die Kiste hier einfach gleich misslos zerkloppen kann. Hier. Ah, gut. Ich sehe gerade, wir haben auch wieder Armbänder und so einen Quatsch gekriegt. Die werden wir einfach gleich mit verkaufen. Gut ist. Und die drei hier unten noch. Ich noch überlege, als wir hier angefangen haben, das erste Mal diese Dungeon durch und wurde echt zu tun hatten, überhaupt zu überleben. Und jetzt so, ach, lalala. Ganz easy peasy. Aber wir haben wieder diesen komischen Motivationshammer gekriegt. So, nochmal ein drittes Mal. Und dann die restliche Ausdauer zu Hause wegklatschen. Genau, dann machen wir jetzt eins hier nach dem anderen. Das erste Ziel ist jetzt halt, wie gesagt, die. Die Rüstung fertig zu kriegen. Wer hat denn die Häuser hier gebaut? Auf einer Seite hoch, andere Seite runter. Echte Profis. Hat er mich fast runtergeschubbt mit seiner Leiche. Warum legt denn der seine Leiche da auch hin? So, hier noch was. Da ist der Ausgang, oder? Dann dich. Dann dich. Und wieder hoch. Das ist aber diesmal fies gemacht, dass der Ausgang hier so nah verführerisch ist. Immer sieht man, dass da unten noch zwei sitzen. Das war fies. Ich meine, wir haben es mitbekommen, aber ja. So. Leider hier alle vier wegklatschen. Gerade die Humeisen, die machen ja gar nichts. Eigentlich. Mann, warum muss der so klein sein? Den trifft man doch da nicht. Linker Teil der Kamera haben wir ja auch schon. Nicht gerade wenige schon zu Hause rumliegen.
das war's. Und letzte Runde. Letzte Tower. Dann gucken wir mal, wie viel Geld wir zusammengekriegt haben. Ob es dann schon reicht. Essensreste, dass wir die ganze Zeit Essensreste immer mal finden. Warum können wir die nicht wieder zu essen? Ich meine, ist schon ein bisschen krank, ja. Und die wieder zu essen zusammenzufrieden, wäre doch schön. Okay, haben wir. Wie spät haben wir uns? 21 Uhr, ja. Geht nicht leider. Dann gucken wir, dass wir hier was kaufen können und dann würde ich den Rest verkaufen gleich. Verkaufen. Ja, halt erstmal kaufen. Kriegen wir die Rüstung zusammen? Haben wir 491? Haben wir natürlich nicht. Aber wir können verkaufen. So, den hätte ich gern verkauft. Das verkaufen. Noch Motivationshammer. Interessiert hier niemanden. Das weg. Das weg. Noch ein Motivationshammer. Jetzt kann ich das Armband schon nicht mehr verkaufen. Weil er gar kein Geld mehr hat. Ah, toll. Gut. Gut, beim nächsten Mal müssten wir es hinkriegen, dass wir zumindest die Hose holen können. Und uns dann nochmal ein bisschen stärker machen können. Oberteil dauert dann halt noch ein bisschen länger. Ist halt so. Aber was soll's. Aber hier kann ich auch nochmal verkaufen. Dann kann ich den anderen Quatsch schon mal verkaufen. Was wollte ich verkaufen? Ich wollte verkaufen, wenn man sortieren will. Das wollte ich loswerden. Ja. Den Rest behalte ich. Egal. So. Noch die restliche Ausdauer jetzt schrotten. Unsere Stadt muss schöner werden. Unsere Stadt muss schöner werden. Und hey, unsere Stadt muss schöner werden. Meerkat, habe ich heute schon mit dir gequatscht? Ich glaube noch nicht, ne? Ja, alles schick. Gut. Kurz was mit Kim besprechen. Bin wieder da. Hier nehmen wir wieder den ganzen Schrott mit. Kann man hier nicht Personal einstellen, die das für einen abbauen? Ich meine, gut, dann würde man sich hier um alles drücken. Aber so viel Geld, wie wir machen, könnte man sich schon mal Personal einstellen. Fände ich jetzt nicht verkehrt. So. Haben wir.
so, dann haben wir es gleich geschafft. Ja, also für den Garten würde ich dann gerne wie eine Art, wirklich wieder eine Pflanzkiste anlegen, wie ich es eigentlich mal vorhatte, wie wir es schon mal hatten. Und dann halt da die ganzen Samen reinschmeißen, alles was wir so brauchen. Es macht halt mehr Sinn jetzt, wo wir so direkt aus dem Inventar das nehmen können. Vorher mussten wir ja immer das aus den Kisten nehmen. Jetzt geht das ja aus dem Inventar, das ist ja sehr praktisch. Okay. Dann schauen wir doch mal hier rein. Einmal. Zwei. So. Und noch eine 10er hinterher. Und perfekt. So, die laufen alle, da laufen alle. Und das nächste wäre, glaube ich, jetzt noch die hier, ne? Die Juwelenmaschine war jetzt noch die nächste, die wir dann kriegen. Was auch immer wir an der herstellen können, weiß ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Und dann würde ich nochmal die Pflanzen. Wir haben gar kein Wasser mehr. Hat der jetzt alles Wasser da reingekippt? Bitte nicht. Das ist Sandreis und das ist Sandreis. Habe ich doppelt Sandreis gemacht? Das sollte doch bestimmt nicht Sandreis sein, oder? Was steht hier an der Kiste? Sandreis? Weizen. Das muss Weizen sein, nicht Sandreis. Ich tausche das nur kurz aus. Hat mich nämlich schon die ganze Zeit gewundert, dass hier irgendwas nicht hinhaute. So, wie gesagt, Kisten machen wir eh nochmal neu. So, Süßkartoffeln Chili, 14. 16 müssten wir kriegen. Das ist der Sandlauch. Mich stört es hier auch, dass diese ganze diese Wiese drüber wächst. Das finde ich auch nicht schön. Sehr schön. Noch mehr zum Ernten. Achso, das muss noch wachsen, genau. Oh, wir haben es um eins, Mist. Kriegen wir wieder eine Strafe aufgepumpt. Metall. Müssen wir bestimmt mal Wasser kaufen wieder. Hallöchen Dennis, mein Lieber, einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünsche ich dir. Herzlich willkommen und vielen lieben Dank für dein 25-Monats-Abo. Also 25. Abo Monat, wie auch immer. Genau. Wir stehen kurz auf. Und dann mache ich, wie gesagt, eine ganz kurze Pause. Bin gleich wieder da. Komm erstmal in Ruhe an, Dennis. Hol dir noch was zu trinken, zu knabbern, bevor du den Stream richtig genießen kannst. Wir machen so lange eine ganz kurze Pause. Warten selbstverständlich auf dich, ne? Also, bis gleich, ihr Lieben. Kleinen Moment bitte. So, warte. So, bis gleich. Tschüss. So, mal gucken. Ich habe einen Ton ein bisschen höher gepegelt gerade.
Amarus, es ist früh am Morgen, Freitagmorgen, 7.20 Uhr und du kommst als erstes an, du willst einen Keks? Really? Ich muss wirklich einstellen, dass der Bot nicht reagiert, wenn er seine eigenen Worte sagt. Das ist halt witzig. Okay, warte. Kriegst du. Ich bin fassungslos, schluchzte die Glühbirne. So ist es. Hab mir nur weiß noch nicht, wie ich es mache, dass der nicht auf den Sound-Bot reagiert. Müsste dem das eigentlich verbieten, dass der nicht machen darf. Hey, got anything I can do to help? Kann ich irgendwie, was? Der hat nichts zu tun, der will sich irgendwie, was ist denn das? Ach, das ist schon wieder Partytime? Also, du siehst heute frisch aus, Logan. Es ist immer noch seltsam, dich ohne deine Maske zu sehen. Du siehst frisch aus. Yeah, it's nice to be sleeping in my own bed again. And it's nice not being Logan the Bandit no more. I feel like I can finally face you with a sense of self-respect. Jana? City Hall gave us the lightest punishment. A fine and a week in jail. I still don't see that as enough. So I reckon I should do some community service for the folks around here. It's the least I could do to earn Sanrock's forgiveness. Was mir gerade einfällt, der hat uns dort wir haben ihm das Schwert abgekauft. Wir haben es gar nicht gekriegt. Wir haben es gar nicht gekriegt. Die Sau. Aber ja, jetzt wissen wir, warum er es macht. Er will weiterhin Vergebung haben. Er denkt, das reicht nicht aus. Und da war ich ja schon böse und habe gesagt, nee, eine Woche Knast auf alle Fälle. Anyway, what do you need me to do? Whatever you need, I'll do my best. Was soll Logan für mich tun? Hilf mir bei der Suche nach Materialien. Hilf mir in meiner Werkstatt. Geh mit mir auf ein Abenteuer. Sei mein Freund für einen Tag. Mach dir keine Sorgen, geh einfach nach Hause und ruh dich aus. Ach komm, hilf mir bei der Materialiensuche. Soll er machen? Oder gehen wir auf ein... Nee, wir gehen auf ein Abenteuer. Komm, wir gehen noch mal. Geh mit mir auf ein Abenteuer. Aber was für eins? Now we're talking. Where you wanna go? I'll follow your lead. Das ist jetzt blöd, weil ich dachte, du hast eine Idee. Ich hatte keine. Jetzt muss ich erstmal... Was leuchtet denn hier? Ach, hier. Am Platz. Jetzt musst du kurz warten, Logan. Jetzt muss ich aber kurz noch arbeiten. Aber ich lasse sie doch nicht meine Arbeit hier machen. Das ist mein Job, ja. Ich habe mir das harte Arbeit, das... Okay, ich habe vorhin noch davon gesprochen, ich hätte ja niemanden, den ich anstellen kann. So schnell kann es gehen, ne? Vielleicht pflanzt er ja, das ist kein Gärtner. Der wird mich pflanzen. Und der ist jetzt nur ausnahmsweise den Tag dabei. Ich glaube nicht, dass wir ihn als Bot anstellen können. Wäre auch sehr komisch, weil man ihn doch, glaube ich, auch heiraten kann. Das wäre sehr, sehr komisch. Okay, kurz hier ran. Aber interessante Idee am Haus. Definitiv. Dann habe ich den Dreier bis hier und nein. Gusseiserne Nägel kannst du kriegen. Segeltuch kannst du kriegen. Was haben wir noch? 14 mal den Pilz. Lass laufen. Ich will ihn nicht machen. Kriegen wir Bratpfannen hin? Haben wir noch Bratpfannen vielleicht? Oh, das sollten wir hinkriegen. 3 Bratpfannen. Ab dafür. Gut, Logan. Komm, wir bringen schon mal die ersten beiden Quests weg. Aber was du wieder denkst, Maus. Ist schlimm mit dem Jungen. So. Crystal? Hast du das Crystal? Yeah, thank you so much. Gern geschehen. Okay.
Die anderen müssen erstmal noch herstellen. Logan, bist du noch dabei? Hör mit. Ich weiß noch nicht, was wir für ein Abenteuer wir machen. Es war schon süß gestern Abend. Das war schon echt niedlich. Wie du da von dem einen Gläschen komplett weg warst. Also das war schon geil, muss ich sagen. Das, was ich zumindest erlebt habe. So und so. Was dann noch passiert, kann ich jetzt ja nicht. So. Thank you. Gerne. So, ich gehe mal ganz kurz hier hin, weil ich habe noch komisches Zeug im Inventar. Ich würde nämlich das noch schnell verkaufen wollen. Die anderen waren noch schlimmer als ich. Das geht? Man kann schlimmer sein als du? Krass. Ja, ich bin schon wieder ein Arsch, ich weiß. So, hier passiert was. Was passiert da? Du hast gesagt, wir haben was getan. Du sagst, sie wussten nicht, dass eine ganze Armee auf Sandrox zustimmen würde? Sicherlich eine Lüge. Wenn wir uns entscheiden, sie zu glauben, kann ein Krieg vermieden werden. Was zum? Was ist denn das für eine Sandwurmgacke? Sie haben einen Rückzieher gemacht. Ein Haufen anderer Agenten und Spione hat sich gestellt. Wir haben einige unserer Leute von Lucien zurückbekommen. Du was sieht schwach aus. Ich denke, können uns darauf verlassen, dass sie zumindest für eine Weile weniger dreist sein werden. Das hört sich für mich wie ein Haufen Bullenmist an. Sag uns, wie viele Geheimnisse du noch vor uns verbirgst. Ja, klar, Kumpel. Wenn ihr glaubt, dass sie uns wirklich alles verraten werden, kann ich euch jeden Jagdmehlmist verkaufen. Sicherlich wissen sie, dass wir es wissen. Haben wir nicht die Gespräche zwischen Mathilda und du was abgehört? Beide Seiten belügen sich gegenseitig. Das scheint der Fall zu sein. Naja, vielleicht war es ja wirklich die ganze Zeit Mathilda. Und die Telegrafennachricht waren gefälscht? Warum fliegst du nicht hin und fragst sie selbst? Vielleicht werde ich das. Klingt nach einer Rückkehr zum unruhigen Frieden. Rolle, hast du die Nachrichten gesehen? Die Zeitung hat einen offiziellen Bericht über alles, was hier passiert ist, veröffentlicht, der erst heute in die Stadt gekommen ist. Ah ja, Duvas und die Folgen. Duvas und die Folgen von Duvas Invasion Krieg ist vom Tisch. Oh, erst. Die Spannungen schwelen, da die Verhandlungen zwischen der Allianz und Duvas einen vorläufigen, aber friedlichen Stillstand erreicht haben. Es ist inzwischen allgemein bekannt, Duvas kürzliche Invasion von Sandrock war ein direkter Verstoß gegen den Waffenstillstand. Der Duvasianische Imperator streitet jedoch ab, von der Militäraktion gewusst zu haben und behauptet, dass eine Kentin, die nur als Mathilda bekannt ist, die Aktion allein organisiert und durchgeführt hat. Zweifelnd erklärte sich die Allianz bereit, unter der Bedingung nachzugeben, dass alle anderen Duas-Agenten, die verdeckt im Gebiet der Allianz operieren, sich zu erkennen geben. Bisher haben sich mehr als 20 Duas-Agenten gemeldet und sich ausliefern lassen. Außerdem hat ein Austausch stattgefunden, bei dem Lucien Gefangenen an die Allianz zurückgegeben wurden. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die unglaubliche Tapferkeit, die Bewohner von Sandrock an den Tag legten, als sie das Komplott aufdeckten und die Invasion lange genug aufhielten, um Verstärkung zu erhalten, ist nicht zu unterschätzen. Ihr Mut ist es zu verdanken, dass Sandrock noch steht und die mächtigen Relikte unter den neu entdeckten Ruinen unter den Kontrollen der Allianz bleiben. Die Kriegsverbrecher Kommandant LeFou und Britta Penn wurden in Hochsicherheitsgefängnisse verlegt, wo sie lebenslange Haftstrafen verbüßen werden, unter anderem wegen illegaler Besatzung von Allianzgebieten. Verschwörung und Mord ersten Grades. Duvas hat ihr Verbrechen geleugnet und keinen Gefangenenaustausch beantragt. Andere Kriegsgefangene, die das Duvas Imperium auch als abtrünnige Agenten identifiziert hat, werden zu Verurteilen nach Duvas zurückgeschickt. Der Taras Times wird diesen Vorfall weiterfolgen und darüber berichten, sobald es etwas Neues gibt. Geschrieben von Eduardo, herausgegeben von Eduardo. Was haben wir noch? Architekturwettbewerb, gibt es hier was Neues? Das kennen wir schon. Sommerzeit ist im Anmarsch. Der Sommer ist im Anmarsch. Zieh dein schönstes Kleid an, setz deine Sonnenbrille auf und zeig, was du kannst. Amaros, hast du gehört? Zieh dein schönstes Kleid an, bitte. Oder für diejenigen unter uns, die es lieben, etwas ruhiger angehen lassen, geh runter an die Oase und mach eine Pause. Was bedeutet der Sommer also für unsere schöne Stadt Sandrock, abgesehen von schrecklichen Sandstürmen? Und wie unsere wunderbaren Sandrocker bestätigen können, sieht der Tempelgarten zu dieser Jahreszeit besonders schick aus. Die leuchtenden Farben und die filigranen Anordnungen der Pflanzen machen den Tempel zu einem Leuchtfeuer der Helligkeit. Aber was machen unsere Sandrocker sonst noch so? Bei Pablo's Salon gibt es die frischsten und modigsten Sommerkleider.
während die Schneiderei luftige, atmungsaktive Kleidung verkauft. Jetzt werden wir uns an unseren Leser. Wenden wir uns an unseren Leser. Was machst du, um den kommenden Sommer zu feiern? Lass es uns wissen. Du weißt, wo du uns findest. Also ihr Lieben, was macht ihr, um den kommenden Sommer zu feiern, der fast rum ist? Jährlicher Tanzwettbewerb? Okay, kennen wir schon. Was brauchen wir? Mehr Erfahrung, mehr Ruf, ne? Da kriegen wir beide. Ich glaube, jede Seite weiß um die Absichten der anderen. All dieses Getue dient dazu, Öffentlichkeit zu beruhigen. Es ist schwer zu sagen, was wirklich hinter den Kulissen vor sich geht. Wie auch immer. Ich würde jedem, den du kennst, raten, die Grenzen in absehbarer Zeit zu meiden. Du, was lügt über alles? Ich hoffe... sie schonen Steve? Wow, lebenslange Haft für Penn? Sie lecken nur ihre Wunden. Ich glaube, ich gehe jetzt weiter. Wow, lebenslange Haft für Penn, finde ich gut. Jo, wie es sein sollte. Wenn du mich fragst, hätten wir ihn ins Eis schießen sollen. Wer hat das eigentlich entschieden? Es ist eine Schande, ein Typ mit solchen Talenten. Er hätte leicht der Held sein können, mit dem er sich immer ausgab. Ich frage mich, was passiert ist, dass er so verkorkst wurde. Nun, es lässt sich nicht ändern, was passiert ist, was er getan hat. Ich hoffe nur, dass er eines Tages die Verantwortung für sein Verbrechen übernimmt. Wie auch immer, ich werde jedem, den du kennst, raten, die Grenze in absehbarer Zeit zu. Hast du gerade schon gesagt? Okay. Ich hoffe, sie schonen Steve. Ja, oben wäre es stiff. Der Soldat, der sich ergeben hat, ja? Nun, du, was hat die... Ach ja, stimmt, ja. Nun, du, was hat die Allianz gebeten, ihre Truppen zum Tribunal zurückzuschicken? Wir tun so, als wären sie abtrünnige Agenten schon vergessen. Verräter, die Sache von Duvos. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn ich sich einigen von ihnen auf dem Heimweg verwirren. Die perfekte Zeitpunkt, um zu verschwinden und sich auf den... Der perfekte Zeitpunkt, um zu verschwinden und sich den freien Städten anzuschließen. Niemand will wirklich Krieg. Oh, was für eine traurige Geschichte. Wer jemand, der die Konsequenzen seines eigenen Handels tragen muss? Hat sich der Kerl wieder verkrochen? Ich würde dir gerne ein Geschenk schicken. Die kleinste Fiedel der Welt. Damit er sich selbst das traurigste Lied der Welt vorspielen kann. Yep. Wie auch immer, ich würde jeden Tag... Ja, wissen wir schon. Sie lecken doch nur ihre Wunden. Ja, so ziemlich. Ich spiele die ganze Aktion runter und denke sich nur über ihre nächsten Schritte nach. In der Zwischenzeit suchen wir immer noch nach Duvas Agenten, die sich sicher vergessen werden, uns davon zu erzählen. Aber was ist, wenn wir noch mehr Spione finden, nachdem sie gesagt haben, dass sie alle zurückgerufen haben? Wie schlimm wäre das? Ich weiß es nicht. Spione in Mighty, ausgerechnet dort. Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, unsere Pläne für die Entwickler des Norms zu beschleunigen, Duvas hat uns jeden Grund gegeben, den wir brauchen, ihr aggressives Verhalten und uns und Atea gegenüber wird uns darüber dazu ermutigen, unsere Verteidigung zu verstärken. Ich weiß nicht, sie sind einmal durchgeschlüpft, sie können wieder durchschlüpfen. Vielleicht sollten wir uns schon zu Hause vorbereiten. Rolle, wie sieht dein Zeitplan für das nächste Jahr aus? Vergiss das. Wir bestellen 8000 Luftkanonen. Dein Land braucht dich. Der Nordplan ist keine Einladung zum Krieg. Selbst wenn er das wäre, würde es in Sandrock erst in einigen Jahren zu kämpfen kommen. Das Ziel des Plans ist es, die Verkehrsverbindung in den freien Städten zu verbessern und die Totenwinkel zu beseitigen. Aha. Wann hast du beschlossen, dich so sehr in die Weltpolitik einzumischen? Ich weiß nicht. Wie wäre es, nachdem unsere Heimat überfallen und fast zerstört wurde? Außerdem ist es unsere Pflicht als Bürger von Sandrock und als Teil der Allianz über solche Angelegenheiten auf dem Laufenden bleiben. Wie auch immer, ja, kennen wir schon. Du warst lügt über alles. Doch, ich triff den Nagel auf den Kopf, ne? Man kann ihn nicht so weit trauen, wie man sie werfen kann. Und ich würde gerne mal sehen, wie man jemanden eine ganze Nation wirft. Vielleicht könnte ich das. Auch das ist nicht der Punkt. Es ist klar, dass das alles ein Schritt in Richtung Weltherrschaft ist. Ich glaube, du überschätzt dich da ein bisschen, Kumpel. Unsere Beziehungen zu Duvas werden von Tag zu Tag angespannt, aber wir wollen keinen Krieg führen. Auch keinen, den wir gewinnen können. Was auch immer ihre Motive sein mögen, ich denke, das Beste ist, dafür zu sorgen, dass sie keine Sekunde lang denken, dass ein Angriff auf uns gut für sie ausgehen wird. Aha, ein kalter Krieg, ne? Der durch gegenseitige zugesicherte Zerstörung aufrechterhalten wird. Gibt es einen besseren Weg, um den Frieden in der Welt aufrechtzuerhalten? So kann man es auch sehen. Ich glaube, das Ziel der Allianz ist es, so stark zu erscheinen, dass Duvos keinen Angriff wagen würde. Wir haben nicht die Ressourcen, die wir haben, und ich denke, ihr Trick beweist, dass sie auch nicht die Relikte haben.
Irgendwann müssen sie mit all dem aufhören, was sie machen. Ist einfach nicht tragbar. Was denkt sich ihr Imperator dabei? Wir wollen doch nur mit ihnen Handel treiben, sie als Gleichberechtigte behandeln. So wie wir es mit Caesar, Etea und den anderen tun. Ja, natürlich, ich sehe nur, was ich denke. Ich weiß nicht, was der Rat vorhat. Ich freue mich auf die Gelegenheit, mit Ihnen darüber zu sprechen und unsere Meinung zu sagen. Aber im Moment, ich denke, wir können uns nur auf Sandwalk konzentrieren. Ich stimme dir zu, Trudy. Überlassen wir die Politik den Profis. Was, Coop? Ja, wenn Sie Nachrichten nicht in 10 Sekunden oder weniger als gut oder schlecht zusammenfassen lassen, bin ich raus. Wie auch immer, ja, genau. Ich glaube, ich gehe besser mal. Sie würden nicht so dumm sein, so etwas in nächster Zeit noch einmal zu versuchen. So wie ich das sehe, ist unser Weg zu einem besseren Sandrock weit offen. Ich hätte es nicht besser sagen können. Sieh dich an, Pa. Und deine differenzierte Ansicht zu brisanten Themen. Ich bin nur ein stolzer Sandrock-Bauer. Das ist alles. Das war ich schon immer. So habe ich es nicht in Erinnerung. Weißt du noch, wie du dich immer aufgeregt hast, wenn der alte Lou dir sagen wollte, dass du was tun sollst? Es ist für das Wohl der Stadt, Hugo. Ich zeige dir, was gut für die Stadt ist. Dann hast du eine große Rauchwolke aus der Schmiede aufgeplant. Haha, erinnerst du dich? Erinnerst du dich? Warum ist dein Gesicht so rot? Das ganze Blut, das dir in den Kopf schießt. Wegen der Erinnerung? Schau, das war damals. Das ist heute. Menschen verändern sich. Die Dinge ändern sich. Aha, klar. Ich höre dich laut und deutlich, Kumpel, ne? Also du versuchst deinen größten einen Kumpel hier vor allen... Also, du weißt ja, was sie alle sagen. Irgendwas, nicht zu viel über Politik und Religion reden. Ich glaube, wir haben alle eine Menge zu tun, oder? Ich wette, die alte Bessie hat Hunger, oder? Was, Onkel Coop? Ah, los, du weißt ja, was die alle sagen. Irgendwas, nicht zu viel Politik. Okay, warum kommen die Nachrichten selber? Hallo, Schroeder, ich habe mir den halben Tag mit eurem Schwätz über du was hier oder Weltherrschaft da vertrieben. Ich muss die Jagd mir füttern. Oh, keine Sorge, ich komme wieder und schreie jeden von euch an, aus Gründen, die von Person zu Person unterschiedlich sind. Cooper, ich freue mich schon drauf. Och, Mann, war das anstrengend. Das ist immer noch die Kiste, die hier oben irgendwo ist, ne? Okay, sonst nichts Storymäßiges? Nein. Muss ich testen. Wie weit der Schuss geht. Der zerschellt am Berg, ernsthaft? Da hinten ist er am Berg zerschellt. Oder in Wolf. Interessant. Okay. Okay, jetzt gucken wir noch nach dem restlichen... Aufgaben, dass die beiden fertig werden. Und Post? Tell me something. Dasselbe nochmal, ne? Kam auch später in die Post. Wie lange brauchen die Pfannen noch? Die brauchen noch ein bisschen. Logan, da ist eine Wand. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Da steht eine Wand. So, warum habe ich jetzt nicht alle diese nicht herausragen, ne? Warum sind die nicht herausragend? Ja, bitte. Ist das schlechtere Qualität? Fuck, wir haben Tomaten-Rinderbrust hergestellt, ihr Trottel. Ach Leute, denkt doch mal mit. Scheiße. Das war nicht der Plan. Ja, ja, haben mal Tomaten-Rinderbrust gemacht. Kann ja mal passieren, ne? Weil ich seit dem Rezeptbuch aufgelangt. Okay, wir haben Ausdauer. Hier ist Coco.
Dann lass uns zwei Durchgänge machen. Lass uns kurz zwei Kampfdurchgänge hinten machen. Dann kriegen wir vielleicht die Hose schon mal zusammen. Weil die fehlt uns ja noch, ne? Genau. Und die ganzen Herzquests machen wir ja auch schon lange nicht mehr, weil wozu? Kann er uns jetzt hier begleiten, wenn wir sagen, wir gehen in Abenteuer? Logan, kommst du mit? Oder lässt er uns allein in die gefahrvollen Ruinen rein? Mal gucken. Logan kommt mit, geil. Komm Logan, wir gehen aufräumen. Ich dachte, du hilfst mir. Aber ich will ihn halt mitnehmen, damit er was zu tun hat. Der langweilt sich doch sonst zu Hause. Ja. Wenn er unbedingt wieder was gut machen will. Mit seiner Begleitung jetzt nicht unbedingt. Das ist. Bevor ich den hätte Ressourcen sammeln lassen. Das ist ja dann doch unter seiner. Was sagst du da hinten? Na toll. Okay, ich glaube, er arbeitet unten schon. Machst du die jetzt langsam mal fertig? Mann, der braucht ganz schön lange. Gefühl, wir sind besser als er. Stärker als er. So. Irgendwer wird schon in den nächsten Raum gehen können. Ich muss nicht warten, bis ich hier fertig werde. Okay, beide erwischt. Und noch vier. Zu langsam, Logan. Du hast eine Schusswaffe und rennst bis auf die nächste Nähe ran. Ach, Junge. Mich Anhänger wieder bekommen, braucht kein Mensch. Und nach da. Level up, sehr schön.
So, oh, wir haben sogar einen Skillpunkt. Im Kampf würde ich jetzt hier einsetzen. Dann fehlt nur ein Skillpunkt, dann haben wir das auch. Dann ist das wieder alles voll geskillt. Wir gucken nachher, ne? Wenn wir das letzte Mal durchgehen. Wir haben es jetzt 14 Uhr, wir können noch mal rein, dann haben wir es 18 Uhr. Ja, Ausdauer muss weg. Und ich will die Rüstung haben. Brauchen wir vielleicht nicht unbedingt von der Stärke her, aber egal. Was war im Hammer? So, jetzt habe ich Krösel, da käfst du mal. Ist Logan noch da? Wir haben Logan verloren, Leute. Ne, der ist nicht mehr da. Ist wahrscheinlich gegangen, hat ihm zu lange gedauert. Oder hat gesehen, er braucht... Er hilft uns hier nicht wirklich. Oder hätte jetzt auch bloß auf Zeit geholfen. Das kann natürlich sein. Und mit den 4 Stunden sind wir drüber. So. So, hat nur kurz die Kamera ausgemacht, dass Kim durch heute hüpfen konnte. So. Überhaupt nicht, dass da immer drin ist in den Dingen. Oh Gott. Lauf mal weg. Und dich noch. Sehr schön. Wir haben jetzt dadurch auch eine Animation verloren, dadurch, dass Logan jetzt schon weg ist. Das kann sein, aber was soll's. Hey. Die Heilgegenstände haben wir nie genutzt. Also gut wie nie. Aber gut. Und noch die letzten 3 unten wieder. Sehr schön. Und theoretisch einmal können wir nochmal. Ah ne, wir müssen die Quest erfüllen.
Wir müssen noch unsere Quest wegbringen. Das wäre vielleicht wichtiger. So, 491 haben wir jetzt zusammen, ne? Das heißt, wir können jetzt Schuhe haben wir, Helm haben wir. Die Hose holen. Die Hose haben wir. Das verkaufen wir den Quatsch hier, den wir noch haben. Okay. Dann gehen wir raus. Wir müssen ja noch unsere Tagesquest erfüllen. Ganz vergessen, da war ja was. So. Haben wir heute schon mit dir gequatscht? Ach jo, wie spät haben wir es denn um 7? Also Real Life um 7. So, dann können wir die beiden Quests wegbringen. Crazy. Hallo, Mabel. Thank you. Ich danke dir für dein Geld. So, die andere Quest noch wegbringen. Wobei, wenn wir jetzt eh in die Richtung gehen, theoretisch 19 Uhr, wir könnten bis 23 Uhr nochmal durchgehen. Ich glaube nicht, nochmal durch. Wird das jetzt Ernest, ne? Ernest? Einmal plaudern. Wow. Thank you so. Ich danke dir. Wie sieht es denn ruftechnisch eigentlich aus? Wir müssten noch bald mal auch in die nächste Stufe wieder aufsteigen können, oder? Mal kurz gucken. Nicht mal die Hälfte von der nächsten Stufe. Achso, warte. Okay, wir lassen noch das. Wir nehmen die Hose erst rein, wenn wir die Jacke auch haben. Vorher macht das keinen Sinn. Hi, Panyo. So, wir machen es doch nochmal, komm. Wir gehen nochmal durch. Und dann holen wir den mit den restlichen Ausdauerpunkten noch die... Ich will das Outfit halt haben. So. Einmal, zweimal. Und weiter geht's.
Und daraus. So mag ich das. Schnell, präzise Krisen. Die sehen den Tod nicht mal kommen in erster Linie. Ich muss nicht mehr um die Ecke gucken, ob der noch da ist. Das gut. Weiter. Die Kiste, der habe ich aber gegeben im Stangenangriff. Lass mal gut sein. Mensch. Du siehst jetzt nicht dramatisch, die Zeit läuft nicht weiter. Besonders gut. Verdammt. Und letzte Ebene. Wie gesagt, dann noch restliche Ausdauer wegknallen und dann gut. Der Starkangriff, der geht ein bisschen höher, der verfehlt die Truhen. Okay. Und noch die drei da unten. Das war jetzt aber nicht schwer geworden beim letzten, ne? Was denn nicht wohl die? Jeeps. Okay. Dann gucke ich noch mal kurz wegen Verkaufen, ob wir hier noch mal genau die Sachen verkaufen können, die ich nicht haben will. Soll ich das mitnehmen? Okay. Jetzt lassen. Ein paar Mal müssen wir noch durch, damit wir das Oberteil kriegen. Und dann können wir mit der Ausdauer gucken, dass wir was anderes machen. Da macht ihr den Laden 22 Uhr zu? Was seid denn ihr für welcher? Ich meine, besser wie bei Portia, wo die Läden immer so zeitig zu waren und man gar nichts mehr machen konnte. 22 Uhr, die haben dazugelernt. So. Wurde der eigentlich jetzt wieder zurückgesetzt? War das der? Irgendjemand hatten wir doch angefangen mit Arbeiten, ne? Hm, genau. Unser Ticket scheint abgelaufen zu sein, ne? Oder? Die 200 Golds, die tun uns überhaupt nicht weh.
überlege, ob wir mal einen Test machen, mal so Schrottsachen. Die Helferkisten tun. Vielleicht kriegt es ja dann doch hin, die Dinge anzuschmeißen, das da reinzuschmeißen. Da können die das ja sogar. Man weiß es noch nicht. Eher unwahrscheinlich, dass das funktioniert, aber ein Test wäre es wert. Abbauwerkzeuge mittlerweile mal, die mal ein bisschen mehr runterhauen als immer nur so ein gefühltes kleines Viertel. Noch ein bisschen mehr machen. Eigentlich müssten wir dadurch, dass wir mehr Schaden machen. Shit, ernsthaft? Warum ist es denn schon um 0? Gut, egal, dann gehen wir schlafen, dann ignorieren wir jetzt die restlichen. Da haben wir schon eingestellt, dass die Zeit langsam vergeht, ne? Das macht jetzt keinen Sinn, wenn wir jetzt hier... Was war da gerade? Sortiere die identischen Gegenstände Transfer ohne sortieren. Geht das neu? Doch, doch, kann er ruhig. Das kann auch ruhig machen. Wir gehen erstmal schlafen. Erst machen wir einen Folgetag. Amira ist auch noch nicht schlafen. Gut, war Freitagabend, die war bestimmt noch feiern oder so. Ein Tag der Erinnerung ist. Zertrümmern? Passiert was? We're through. Wir sind durch. Wir wollten die noch. Oh. Whoa. Run! Die hatten wir lange nicht mehr, ne? Die kennen wir noch aus dem ersten Teil. Trudy just called an emergency meeting in the town hall, and she wanted you to join in. So, I came to get you. Come on, partner. We're all waiting for you. Bin unterwegs. Thank you all for coming. We have a situation at the Porsche Tunnel. As the construction team was tunneling through to the other side, monsters started to enter. The construction is currently on hold until we can deal with the monsters. I have called this emergency meeting to try and find a solution. Yeah, the solution is we gehen hin und hauen die. Heidi, can you give us a bit more detail? Sure. Well, I wasn't there at the time, but from what my workers were telling me, the monsters bursted in as soon as they made a hole to the other side of the range. They must have been attracted by the noise. Na gut, wir wussten ja nicht, was auf der anderen Seite des Tunnels ist, ne? Yeah, making a lot of noise is like putting a light in front of a moth when it comes to predators. Shouldn't have done that. I reckon you should have asked me for some advice. Ja, aber man macht doch trotzdem Lärm beim Bohren. Kann's ja nicht leise machen. Oh yeah. Where were you when we were building this tunnel project? Right. Sorry. Is there a way to get them out? Well... I suppose we could go in guns a-blazing. But what's to keep the monsters out of the tunnel for good? I could pitch a tent there at the entrance. Done. That's actually a pretty... Don't be stupid.
bad idea. Yeah. Once the tunnel's done, I reckon the difference in pressure on the two sides of the range will cause a major draft through the tunnel. That'll continue to attract the monsters from the southern Eufaula. Yeah. Unless you plan on camping there forever, I've got a better idea. Ah, shoot. Dafür haben wir ja Elsie, ne? Als Monsterhunterin. Howlett wrote of a monster whistle. Know of it? It's supposed to produce a range of high frequencies that can keep most monsters away. The way I figure it, we'll need three of them in the tunnel to keep the monsters out. The wind going through will power them. Nice, das ist eine schlaue Idee. Anyway, I just need help from a builder to put them together. Then, we can head into the tunnel to install them. We got the tunnel sealed off, so shouldn't be any danger, but I reckon we ought to be quick about it still. That's a great idea. I concur. Finde ich gut. Eine coole Idee. Way to go, Els. Justice, what do you think? After the Martel Duck incident, I trust Elsie to get it done. I agree. Elsie can take care of herself. Still, I'd prefer if the Silver Corps went. I'll take Logan. I'll go with Logan. He's a monster hunter, right? It's his job. I don't see why not. Wait a minute, Trudes. I'm still trying to do my community service and... Das tust du auch damit. Oh my heck. Are you still spewing that nonsense? You're one of us now, so you'd better take care of Sandrock. Please, Logan, you have the most experience out of all of us when dealing with monsters of the desert. Come on, partner. Just accept it. Now that you're back, we can focus on our task of keeping the order. Mm. Just like old times. Fine, Trudy. I'll do it. Then it's settled. Elsie, you also need a builder, right? Why don't you work with the builder? They're also a Civil Corps member. Is that fine? Klar bin ich dabei. Okay then, Elsie, please discuss the details of the plan afterwards. Let me know how it goes. Thanks for coming, everyone. This meeting is adjourned. Dieses Treffen ist vertagt. Das ist doch nicht vertagt, das ist beendet. All right. You're gonna be my go-to builder on this project. Going through this tunnel is gonna be dangerous. And Mian ain't exactly a fighter. Hey, sure. I'm gonna talk to Chi and get him to whip us up a diagram. Logan, you head over to the tunnel and take a look at the situation. See how many monsters we got. I'll go and take a look. But it ain't cause you gave me an order. It's just a good idea. Okay. Logan, I ain't your boss. We're partners. I want to be in this with you. All right. Partners. This is awesome! Logan, me, and the Builder. The strongest team in Sandrock. Goody. Dann kriegen wir wahrscheinlich so in ein, zwei Tagen das Diagramm. Kann das dann herstellen, den Bauplan? Well, looks like you got yourself some new partner there, partner. Wow, Sheriff. Feels weird that we're not going this time. Unsure. Sometimes it's time to hang up your hat and pass the torch on. Ich bin ja auch Civil Corps, also passt ja schon. That's not a bad idea, Sheriff. But I don't have a hat rack. Or a hat. Soll ich dir einen bauen? Torch. It's just a saying, unsure. Was wollt ihr also machen? Nee, besorgt mich nicht. We're swamped. It's thrilling. This case is a classic 427. I wouldn't call it thrilling. We've also got a whole bunch of paperwork to do. City Code 15A, subsection 32, paragraph 7. In the case of a monster attack, fill out the relevant form for the following cases. 424, on a road. 425, on a Yakmail trail. 426, in the oasis. 427, in a tunnel. It's 15 pages. Okay. I'll handle the personal essay. I really think I'm gonna nail it this time. Dann viel Erfolg dabei. Das ist hier wieder die Geisterjagd. Weiß nicht, ob wir das machen wollen. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf, ehrlich gesagt. Logan putzt. Ach, wie geil. Ah, gucken wir mal kurz hier rein. Tagesaufträge müssen wir noch machen.
gibt's was? Oh, es gibt noch was Neues. Vertraute Gesichter. Leichter Hammer. Patrouille. Phänomen. Kamelreiteranzug. Alles klar, Dennis, bis später. Mach's gut. So. Der ist neu, den kennen wir noch nicht. Eine Sonnenuhr. Wie gesagt, ihr dürft gerne mitraten, wenn ihr es seht. Immer zu. Ich sehe es noch nicht. Logisch, sonst hätte ich schon längst angeklickt. Soll denn das sein? Wird wahrscheinlich wieder so klein und winzig sein, dass man es gar nicht sieht. Hier. Hier flackert die Wand, das heißt, an der Flanke muss das sein. Aber ich sehe nicht, wo genau. Zeig mal, ja. Das finde ich so geil, das ist so drüber, dass ich sie gar nicht sehen kann. Aber es scheint hier irgendwie wohl anders geformt zu sein. Okay. Ist ja schön, dass sie neue Gegenstände reingenommen haben, aber manche davon sind echt nicht gerade einfach. Der Schrank ausnahmsweise schon. Okay. Dann gehen wir nach Hause questen. Da haben wir noch irgendwas auf der Karte markiert. Mal kurz gucken. Hier war der Tunnel, ne? Wir haben hier drüben noch eine Quest. Das müsste... es gibt ja dann wieder Laternen zum Aufsteigen. Und, ja. Poop. Yeah. Klar helfe ich dir. Ich bin doch ein Guter. Mm-hmm. Und jetzt? Yeah. Viel Spaß. Ach, mein Entschuldigung.
Sekunden. Ich habe gerade so ein ziemlich Müdigkeitsschwäche. Ich weiß nicht warum. Ist auch nicht sonderlich schön, dass ich gerade habe. Vielleicht habe ich seit gestern ein wenig geschlafen. Und gestern auf dem Konzert, da war ich erst um 11 zu Hause und dann, naja. War man noch nicht müde, hat noch nicht geschlafen und naja, ist ein bisschen später geworden. Du bist den ganzen Tag müde? Das glaube ich dir sofort, mein Lieber. Geht um 12 los, okay. Alles schon ausgegangen. Wie gesagt, ich schmeiß die jetzt nur noch an, wenn ich sie wirklich brauche. Bin ich unendlich viel jetzt die ganze Zeit produzieren. Dann kann man ein bisschen Rücklagen schaffen von Wasser und sowas. Schadet dann auch nicht unbedingt. Okay. Wir haben noch gar keine Quest angenommen, wir würden nur noch Quest annehmen. So, Quest. Den können wir auf alle Fälle annehmen. Den können wir annehmen. Den nicht. Kaffeebohnen sofort. Neue Quest? Nein. Wasser noch schnell herstellen, oder? Wasser noch schnell herstellen. Okay. Die wachsen noch. Okay. Nochmal alles reinhauen. Gut. Rest wegbringen. Muss ich wahrscheinlich heute doch schon ein bisschen eher meinen E trinken als üblich. Wenn es mich gerade so ein wenig runterzieht. Überall hängen hier Fledermaus, auch Kim würde sich wohlfühlen. Ich denn gerade hin? Weiter weg kannst du nicht rennen, ohne, oder? So, kurz plaudern. Thank you. Thank you. So, haben wir.
Mal kurz in die Richtung. Sieht aus wie Heidi oder dergleichen, die gerade schon wieder zum Spielen geht oder vom Spielen kommt. Nee, ist Birgit. Wow, thank you. Okay, schön. Sorry. Keine Ahnung, wo auf einmal gerade dieser Husten alles herkam. Oh, gleich Tränen in den Augen. Sehr schön. Nicht. Macht so Sieg oder was? Die Melodie klingt aus wie aus Widget, das stimmt, ja. Da hast du vollkommen recht. So. Vielen Dank, Sieg. Haben wir noch was, was war? Wenn ich schon mal hier bin, dann hole ich die Samen gleich wieder mit. Damit wir Samen. Bei Kakteen hatte ich gesehen, haben wir nicht mehr so viele. Und hier können wir jetzt Sandreis, brauchen wir glaube nicht. Weizen haben wir glaube auch noch, das hatten wir noch. Sehr schön. Okay. Das Geld, das ist nicht traumatisch. Okay. Oh ja, Kistentechnik, denke ich mal, werden wir Gartenkiste machen oder sowas. Müssen wir mal schauen. Beziehungsweise, oh, wir können auch noch warten, bis es dieses Gewächshaus gibt. Wenn es das dann im November gibt, in einem Monat. So wie Miss Honey das vorhin sagte. Und dann darüber, wenn wir das über ein Gewächshaus steuern können, wäre es natürlich geiler. Ja, je nachdem, wie viel man reinkriegt. Und da kann man dann wahrscheinlich die Bots alleine pflanzen lassen können und sowas, denke ich mal. Okay. Ist die Frage. Ja, mitmachen tun wir auf alle Fälle einfach nur just for fun. 20 Uhr. Angemeldet haben wir uns. Ich dachte, dann können wir jetzt noch die Ausdauer wegklatschen. Ich frage mich, warum es bei der ersten Rolle immer zwei Ausdauerpunkte braucht und danach geht immer nur einer weg. Komisch. Zufall oder mobbt mich das Spiel? Nein. Das stört ja nicht, die Ausdauer ist so schnell wieder da. Und daher. Das da drüben eigentlich, ist das nicht auch so eine? Warte mal kurz. Ach nee, es müsste Schwert sein, ne? Damit das so passen würde. Das ist hier drüben, halt das mit dem Schiff. Ja.
Ich habe jetzt gedacht, vielleicht kann ich da ja nochmal reingehen und da ein bisschen Sachen clearen. Aber nein. Ich finde es auch interessant, dass wir aus diesen riesigen Fässern immer nur wirklich bloß jeweils ein Fass rauskriegen. Als Schrottanteil. Und noch ein bisschen Alu. So. Ich weiß nicht, ob ich die komplette Ausdauer wegnehmen konnte für die Veranstaltung, aber ich glaube ja, es ging. Egal, wir hauen so runter. Selbst wenn es dann Probleme gibt, ist egal. Hey, wo ist denn der Kleine? Okay. Treffe ich euch durch den Zaun? Na, daneben. Aber ja, tue ich. Ist ja auch nicht schlecht. So, den Blutstein nehmen wir mit. Macht doch ein wildes Jagdmehl, passt auf. Ich habe euch gerettet. Also die beiden da. So. Okay. Was machen wir mit der restlichen Ausdauer? Bis 20 Uhr ist noch Zeit. Was soll die Jagd jetzt nicht um 12 losgehen? Tag der Erinnerung, 12 Uhr, Tag der Erinnerung, Veranstaltung. 15, 16 Uhr, okay. Dann holen wir noch ein bisschen Blutsteine. Dann war damals ein Portia eines der wichtigsten Elemente. Blutstein, Blutstein, Blutstein. Ich muss noch meine Benachrichtigung am Handy einstellen. Ich kriege hier immer ganz komische Benachrichtigungen, die ich gar nicht habe. Gerade wurde mir freundlich mitgeteilt, dass ein gewisser Joghurt bei dem Discounter, wo ich mal einkaufen gehe, gerade im Angebot ist. Obwohl ich das nie gedrückt habe, da ich sowas haben möchte. Solche Benachrichtigung. Aber naja, was soll's. Kleines Wärmchen. Aua. Der hat mich angegriffen, habt ihr gesehen, ne? Ja, mach mal.
Komm runter, ich warte hier unten, ne? Kommt er? Also ich war effektiver mit meinem Angriff als du. Wollte ich schon mal so sagen. So, hier haben wir noch ein paar Jagdmails. So, eine ganze Herde mit einem ausgemerzt. Okay. Tierwohl wird bei mir groß geschrieben. Weil es ein Substantiv ist. So. Bin unterwegs. So, müssen wir nochmal Wasser herstellen? Okay, die anderen Sachen bringe ich nachher hin zu den Maschinen. Egal. Hier oben auf dem Platz. Logan, komm mit. Party time. Hallo. Die erzählt was Schönes. Nichts, was wir nicht schon kennen. Ganz lässig, ja? Ganz lässig steht er da und beobachtet alles. Y kennt's noch nicht, der war noch nicht dabei und Leute, das Logan nicht mitmachen, das ist auch nicht. Egal. So, wie geht's los? Ich dachte, es geht jetzt los, 16 Uhr, ich soll doch herkommen. Ich mache mal kurz das Fenster richtig zu, Clement. Jetzt wollte ich das Mikrofon greifen und mir auf den Kopf setzen. Genau, holla. So funktioniert das. So. Da kommt Leute. Spannend. Kann man eigentlich? Okay, ich teste mal kurz was. Das Gefühl schießt durch, oder? Ja, ich schieß durch die Leute durch. Man kann nicht. Was macht ein Captain da oben? Der Tor dreht auch leicht frei, ja? Captain.
Ich kann dir sagen, du kommst da nicht lang, aber egal. Komm mal ruhig weiter. Lass dich hier auch einen, Captain. So. Kann es jetzt losgehen? Ist 17 Uhr, so noch nicht passiert. Ist doch erst 20 Uhr. Geh ich nochmal nach Hause. So. Okay. Dann schmeißen wir hier nochmal an. Das, was anzuschmeißen ist. Wachsen. Okay. Okay. Wollen wir die Gartenkisten vereinen? Aus der Helferkiste eine große Gartenkiste machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist Nashorn. Was sind das denn hier für Felder? Das waren die Testfelder, ne? Genau, das waren die Testfelder. Jetzt habe ich jetzt gerade 3500 Sachen mitgenommen, okay. Aber hier drüben stand noch eine Kiste, hier noch. Goodie. Halt. Die Gartenkiste, da schmeißen wir rein.